im Haus. Ja, und wenn Sie Interesse haben, in unserem tollen VHS-Kochstudio einen Kochkurs zu besuchen, dann finden Sie auf unserer Webseite zahlreiche Angebote, unter anderem die von der Frau Bader, aber auch von vielen anderen Dozentinnen und Dozenten von regionaler Küche, das ist eher deins, ne? Regional, Menü, saisonale Küche auch, über internationale Küche, ja, und natürlich auch ganz im Trend liegen vegane und vegetarische Küche. Ja, ich hatte gesagt, heute ist das fünfte Küchengespräch. Zu Beginn hatten wir hier Dr. Frank Nopper, unseren Oberbürgermeister. Ihm folgte Mario Ono, Koch und Künstler. Dann hatten wir Simon Tressier, den Bio-Spitzenkoch. Und heute vor einer Woche, ne, war Thibaut Hildebrand da, der Ex-VfB-Torwartprofi und sein Chefkoch Christian Weber, die ein vegetarisches Restaurant hier betreiben. Heute Sonja Santiago. Und als letztes, kleiner Ausblick, unsere Finissage ist am 15. Juli, also wir haben jetzt ein bisschen eine Pause. Dann unbedingt diesen Termin vormerken, Freitag, 15. Juli, kommt der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, zu uns. Und ja. Ich bin auch nochmal da. Und die. Die andere Hörer ist auch nochmal da und vertieft sich dann mit Herrn Özdemir ins Gespräch. Ja, soweit von meiner Seite aus. Dann darf ich Ihnen beiden sozusagen das Wort erteilen, ins Gespräch kommen und euch zum Kochen. Genau. Und ja, wünsche uns allen einen hier im Raum und natürlich zu Hause im Stream einen wunderschönen Abend. Genießen Sie es und ja, sage einfach bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, schön, dann fangen wir an, oder? Fangen wir an. Ja, ich habe schon, die Frau Bader geht schon wieder um die Ecke, weil ich tatsächlich sie geschickt habe, ein Fladenbrot zu machen, zu dem, was ich jetzt gleich als erste, genau, zu der Vorspeise. Einen kleinen Tipp, damit auch die Gäste hier, die dann hier sind, nicht auf die Hauptspeise warten müssen. Deswegen, schwuppdiwupp, wird dann hier so nebenher Hefe und der Fladenbrot. So viel hat noch niemand an die Gäste bisher gedacht, weil da war bis jetzt noch niemand dabei, der gedacht hat, wir müssen denen die Wartezeit bis zum Hauptgericht versüßen. Das ist schon professionell. Ja, die Gäste müssen versorgt werden, insbesondere jetzt, wo so schönes Wetter ist draußen. Und dann duftet es ja auch hier. Also ich selbst bekomme ja schon Hunger, da muss man da ein bisschen snacken. Und deswegen geht schon mal das Fladenbrot. Das ist schon mal super. Vielleicht erzählen wir ganz kurz, was es überhaupt gibt für alle, die eingeschaltet haben und nicht vorher schon geguckt haben, gespickt haben. Was machen wir außer der Vorspeise? Wir machen die als Vorspeise, ja, der Einstieg in die vegane, tatsächlich veganen Tipp, in das kann jetzt auch vegetarisch sein. Mhm. In dem Fall mache ich einen getrocknete Tomaten und Datteldip, den man dann, wie gesagt, mit Brot, egal ob es jetzt ein Fladenbrot ist oder Vollkornbrot, wie man möchte, einfach dann dazu nehmen. Vegan kann man, wie gesagt, die Creme Fraiche nehmen, vegane Creme Fraiche, wenn man ganz vegan ist. Finde ich sehr, sehr lecker. Habe ich jetzt selbst sogar von meiner Schwägerin bekommen, einen Gruß. bis nach München tatsächlich, ich bin ganz begeistert. Ja. Diesen Dip kann man wirklich sehr schnell machen. Und das so als Vorspeise nebenher. Während also ein Familienrezept sozusagen. Ein kleines Familienrezeptchen, okay, ja. Und dann geht es tatsächlich in eine Chili Sin Carne. Das kommt jetzt meine mexikanischen Kolleginnen und Kollegen dann rüber. Man kennt das Chili auf jeden Fall, klar, mit Hackfleisch. Klar. Am besten schön scharf, je nach Geschmack scharf. Mit den Kidneybohnen, alles was dazugehört. Aber das mache ich jetzt eben ohne Fleisch. Und nein, kein Ersatz für das Fleisch, also kein Tofu, kein anderes irgendwie Ersatzfleisch, sondern wirklich nur Gemüse, was wirklich total einfach geht und je nach Geschmack auch an Schärfe variieren kann. Genau, wir haben halt auch hier so eine kleine scharfe Flasche, habe ich schon gesehen, da kann jeder vielleicht nochmal selber nachschauen. Ja, also die scharfe Flasche, genau, möchte keinen Namen nennen, weil es kann wirklich je nach Geschmack, entweder schneide ich dann die Chili, die Peperoni, je nachdem, wie man es möchte, einfach mit rein und lasse es dann auch wirklich kochen. Es muss nicht ewig kochen. Viele Rezepte sagen, okay, richtig eine Stunde lang. Normalerweise eine Stunde lang köcheln. Sagt man ja auch bei Bolognese und so. Oder sogar einen Tag vorher und dann richtig ziehen lassen, sagt man auch bei Bolognese. Und das machen wir jetzt hier nicht ganz so extrem. Aus Gründen, weil wir nicht so viel vorkochen wollten, natürlich. Richtig. Aber das, genau, ich wollte es einfach vegetarisch machen, weil ich glaube, jetzt steige ich gleich schon ein, bevor du mich fragst. Alles in Ordnung, wir sind ja hier nicht irgendwie. Ich denke, dass sowieso der Trend zu vegetarisch-vegan gerade hochaktuell ist bei jungen Leuten, bei allen Menschen, die vielleicht, egal aus welchen Gründen,
aus Umweltgründen, aus gesundheitlichen Gründen zu sagen, nein, ich möchte weniger Fleisch, ja, gar kein Fleisch. Ich bin keine Vegetarierin, muss ich zugeben, mhm, ich esse sehr gerne Fleisch, aber eben in Maßen. Nicht so viel, sagst du, weil du sagst, eigentlich braucht es der Körper auch so aus? Klar, jetzt steigen wir gleich ein. Als Hochleistungssportlerin brauche ich von Ellem Ebbes, würde ich sagen. Sehr schwäbisch, das ist ja jetzt aber mehr als wie Nation. Ich brauche wirklich von allem das richtige Maß. Ich glaube, das ist das Gesunde. Und dann mit meinem spanischen Hintergrund weiß ich auch, dass die mediterrane Küche auch gerade eine sehr gesunde ist. Mhm. Insofern brauche ich einfach meinen Fisch, meine Meeresfrüchte, mein gutes Fleisch, mal ein mageres, dann kann es das Hühnchen, die Pute sein oder sonst wie was, aber auch mal ein deftiges Steak. Mhm. Und zwar muss ich richtig Lust darauf haben. Ich würde mir sowas nicht jeden Tag machen. Ist auch viel zu aufwendig, ich habe keine Zeit dazu. Okay, da komme ich auch nochmal dazu, genau. Ja, also, aber ich persönlich brauche von allem etwas. Und wenn ich Hochleistungssportler bin, dann muss ich sogar sehr genau darauf achten, dass es ausgewogen ist, meine Ernährung. Und es gibt Phasen, an denen ich ganz extrem viel, also dass ich noch aktiv getanzt habe, dann habe ich sehr viel Energie gebraucht. Also da war es nicht selten, dass ich einmal im Monat, die typische Frauengeschichte, einmal im Monat unbedingt eine Tafel Schokolade essen musste. das gehörte dazu, weil das der Körper verlangt hat. Ja, es hat einfach gebraucht. Und du sagst, Zucker, das sollte man sich dann auch nicht verkneifen. Das ist richtig, so dein Ding, oder? Also so, wenn der Körper nach Zucker schreit, dann gibt es einen Grund aber dafür. Aber das muss man erstmal lernen, glaube ich, dass man wirklich auf den Körper horcht. Und es hat mich auch lange Zeit gebraucht, um wirklich zu wissen, was brauche ich denn jetzt? Und kann ich es mir dann auch gleich besorgen, ist dann auch so eine Geschichte, ja, wenn man voll berufstätig ist und man hat nicht gleich irgendwie den Supermarkt, geschweige denn eine Küche oder in der Kantine das, was man gerade braucht, dann muss man das essen, was gerade da ist. Und das ist ein bisschen tückisch manchmal. Würdest du sagen, das haben wir ein bisschen verlernt, so auf den Bauch zu hören oder in dem Fall, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, vor allem, vor allem, wenn man im Stress ist, also wenn man im Arbeitsstress ist, dann verlernt, man hört einfach nicht drauf und bei Tänzerinnen und Tänzern ist es sogar ziemlich extrem, dieses Dinge ausblenden erstmal, weil ich muss ja was schaffen, ich muss ja was machen, ich muss was präsentieren, ich muss meinen Körper instrumentieren. Der muss funktionieren, mein Instrument, der Körper. Der muss funktionieren und dann muss ich um 10 Uhr an der Stange stehen, dann muss ich dann, das klingt schon so. Ja, ich muss an der Stange stehen und zwar tatsächlich, ich muss mein Aufwärmtraining machen, ich habe dann eine Probe, mein Tag ist durchgetaktet und da verdrängt man vielleicht das ein oder andere Stimmchen, wenn es dann heißt, hallo, ich muss mal was trinken. Da geht es auch schon los. Oh, das stimmt. Du hast zum Glück schon ein Glas Wein, also vielleicht an der Stelle. Hast du auch eins? Ich habe gesagt, ich mache das gerne nachher, aber ein Wohl auf alle Zuschauer, vielleicht wer schon möchte, auch schon mal, genau. Und auch unsere Gäste können ja auch schon mal einen Schluck nehmen, also von daher. Vielleicht noch kurz zu den Zutaten, bevor wir anfangen zu schnibbeln und gleich weiterreden. Ist jetzt nicht so kompliziert bei dem Dip, oder? Was hast du jetzt alles vorbereitet? Also Datteln sehe ich. Getrocknete Tomaten. Datteln, die schön weich und natürlich entsteint sein sollen. Ja, sonst muss man das auch noch machen. Das heißt, das ist zwar ein bisschen klebrig oder pappig, wenn man schon auf Schwäbisch bleibt. Aber getrocknete Datteln, dann auch getrocknete Tomaten und dementsprechend auch bitte soft. Lässt sich schneiden besser auch. Das einfach. Lässt sich besser schneiden, da gebe ich dir gleich mal ein Brettchen dazu. Ich kann mich ja mal wieder nützlich machen. So. Und tatsächlich kommen dann Knoblauch, das ist auch eine gewisse. Macht dann Geschmack nachher. Ja, auch, und wer keinen Knoblauch möchte, der hat Pech gehabt, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir haben noch keine Alternative. Das gehört einfach dazu, der Knoblauch. Um jetzt mal beim Schwäbischen zu bleiben, Schläbisch kein Schlotzer. Haben wir ein sauberes Messer, das ich nehmen darf? Oder soll ich eins hier raus? Alles klar. Die guten Messer. Ja, also der Knoblauch gehört dazu. Das gibt dann die gewisse Schärfe und natürlich auch das, was den Appetit dann noch mehr anregt, nehme ich mal an. Und dann habe ich einfach ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, also was man Geschmack, so eine Küche hat, das ist jetzt und dann die Creme fraiche, das ist also dann die Creme zum Dippen an sich. Wie gesagt, vegan kann es sein oder einfach
schöne, fette Creme fraiche. Genau. Nichts Fettreduziertes. Ja, das ist auch was, was du sagst. Das hat man nicht. Wie soll ich den schneiden? Möglichst klein, so wie die Datteln. Ja, mach mal vor. Ja, einfach damit der Mixer dann hier nicht ganz so viel zu tun hat. Weil es ja dann noch kleiner wird, genau. Ja, okay. So. Aber das muss nicht so total püriert sein. Ja. Die können ruhig ein bisschen stückig sein dann in dem Dip. Ich nehme an, das Fladenbrot das ist schon im Ofen, das brutzelt dann vor sich hin. Genau. Ja. Wenn du, Frau Bader nickt. Frau Bader nickt, das ist gut. Aus dem Ofen. Das erste geht schon, der Hefeteig, klar, das muss natürlich gehen. Ich denke, wie gesagt, wer was Vollkornmäßiges haben möchte, manche möchten Knäckebrot, es ist einfach was zum Dippen. Oh, auf jeden Fall nichts Schlechtes. Du hast gerade schon gesagt, Kantine. Also jetzt können wir ja gleich erstmal dieses Klischee ausräumen. Das haben ja ganz viele Leute mir auch gestellt, als ich gesagt habe, so Sonja Santiago kommt, Ballett, essen die überhaupt was? Ja, das ist so dieses, hast du ja vorhin schon angesprochen, Hochleistungssportler braucht was. Wovon soll er sonst sich bewegen? Aber hört man häufiger wahrscheinlich. Hörst du nicht zum ersten Mal dieses Klischee, oder? Das ist richtig. Und acht, also ich möchte hiermit ganz offiziell einräumen, sage ich nicht, aber ist ja klar, wenn ich 8 Stunden am Tag, das ist ein normaler Arbeitstag, wie andere auch, 8 und mehr Stunden manchmal, also wir gucken nicht so genau auf die Uhr, wenn einfach die Hebefigur oder die Pirouette nicht so gut klappt, dann wird natürlich weitergearbeitet, mehr geübt, härter geübt und natürlich brauche ich meine Kalorien, ich verbrauche sie ja auch, also muss ich sie auch irgendwo hernehmen. Vielleicht habe ich gut reden, ich gebe zu, jeder Körper ist anders, jeder Stoffwechsel von jeder Person ist ganz anders. Also es gibt sicherlich Personen, und da muss nicht unbedingt eine Tänzerin oder Tänzer sein, die tendenziell schnell zunehmen. Mhm. Ja, also die denken an Kuchen und nehmen schon zu oder so, keine Ahnung. Das ist echt ein hartes Schicksal. Aber grundsätzlich gilt, wenn ich mich viel bewege, viel Energie verbrauche, dann muss ich diese Energie ja irgendwo hernehmen. Ja. Also habe ich persönlich nie Diät gemacht, es sei denn, ich habe die typischen Ernährungsfehler gemacht, indem ich Unregelmäßigkeit. Mhm. Was wahrscheinlich auch nicht so selten vorkommt, wenn man das Stopp geht leider, hat, aber sowas kapiert man erst, wenn man, ich muss sagen, ich habe erst mit 24, 25 und da habe ich dann schon 6 Jahre professionell getanzt. Also ich habe mit 18 schon auf der Bühne gestanden. Und mit 5 hast du angefangen, glaube ich. Mit 5 habe ich in der Ballettschule, in der Schmerenko Ballettschule angefangen und da achtet man noch gar nichts drauf. Ja, klar. Man kommt ins Teenageralter, also wenn man da schon anfängt, da verändert sich ja schon der Körper, wie jeder andere Körper auch. Und im Teenageralter, da wundert man sich, ich habe dann mit 5 angefangen und mit 13, 14, 15 wird mein Körper, obwohl ich nicht anders esse, plötzlich weicher, runder, dicker, größer, höher. Alles das, was ich gerade in dem Moment nicht brauche, wenn ich professionelle Tänzerin werden möchte. Ja. Und das war dann schon eine große Frage, wie ernähre ich mich jetzt? Also da braucht man schon ein bisschen Unterstützung. Hilft einem da bei sowas dann auch der Trainer oder die Trainerin? Also wenn man jetzt professionell Sport macht, das ist jetzt nicht nur so, dass man eine Mama hat zu Hause, die sagt, iss mal weniger Snickers oder sowas, sondern das heißt, da hat man auch einen Trainer oder eine Trainerin? Oder? Ja, natürlich. Das wird einem immer geraten, du sollst mehr Salat essen und gerade Fleisch zum Beispiel, also Fleisch und Salat wäre gut, also viel Eiweiß und Protein und sowas, nicht so viel Kohlenhydrate. Aber ich brauche meine Kartoffeln, meine Nudeln, meinen Reis, um dann diese was Power zu haben und was nahrhaft, was mich auch sättigt und nicht nur wässriges Zeug oder so. Und das auszufinden ist nicht einfach. Und Ernährungsberatung war zumindest zu meiner Zeit da noch nicht so groß geschrieben. Mhm. Das ist heute anders. Also da wird schon in den großen Schulen, egal ob es jetzt eine Ballettschule ist oder auch in den Sportschulen, weiß ich, Da wird schon drauf geachtet und natürlich wird da beraten. Man sollte vielleicht, also ein Tipp, den ich vielleicht geben könnte an junge Mädchen, die Ballett machen wollen und auch schlank bleiben möchten, gerade im Teenageralter, ist, dass man, Blutanalyse macht regelmäßig. Mhm. Also ich bin auch regelmäßig zu allen möglichen Ärzten gegangen, um sich richtig mal durchchecken zu lassen, vielleicht auch einen Hormonspiegel machen lassen. Also es gibt durchaus viele Gründe, die
bei denen man nachgucken muss, warum werde ich gerade extrem dick, ja, oder warum wird es gerade an einer Stelle besonders, wie auch immer. Also es kann ja auch Gesundheit, was Organisches kann, sein. Klar, natürlich. Schilddrüse haben ja so viele Menschen zum Beispiel. Ist ja so eine Standardanalyse auch. Aber würdest du sagen, das ist jetzt, also du bist ja auch Mama von einem Sohn. Ja. Also in dem Fall jetzt, vielleicht hast du nicht so diese Mädchenproblematik gehabt, aber früher gab es vielleicht eine Frauenzeitschrift, heute gibt es überall, es gibt Instagram, es gibt YouTube, es gibt natürlich die normalen Medien, die wir vorher auch schon so Hörfunk, Fernsehen, aber gerade die visuellen Medien, die zeigen einem ja schon sehr da, wie man aussehen könnte, wenn man mehr möchte und sich vielleicht am Ende noch die Lippen aufspritzen lässt. Also hast du das Gefühl, das hat sich verändert in den, also ist stärker, schlimmer geworden? Ja. Ja, ich glaube schon. Wobei bei uns, ich sag mal, ich bin ja ein Kind aus den 70ern, also wo meine Hippie-Zeit war tatsächlich dann mal, ja, ist so, ich war ein Teenager, da kam das richtig Hippie, die Disco und das alles. Ich schmeiß es schon mal. Ja, mach ruhig, genau. Da musste man natürlich so wie Twiggy sein, ne? Naja, stimmt. Ja. Der Minirock. Und die 80er Jahre mit den ganzen Supermodels, da musste man schon Eva Evangelista und Naomi Campbell und alles so sein. Das war da so in den 90ern, genau, die Supermodels. Das hatte man schon vor der Nase und ich glaube, es ist egal, ob man das jetzt digital oder analog vor der Nase hat. Man hat immer irgendwo, wo man sich dran richten möchte oder sollte, wenn die Medien das so sagen. Ne? Also das heißt aber, dass man sich ein bisschen lernen, frei von zu machen, oder was würdest du sagen? Wie gesagt, das hat jeder selbst zu bestimmen. Bei mir muss ich offen sagen, ich war 24, 25, da habe ich gemerkt, so jetzt bin ich die erwachsene Frau. Mit 25. Jetzt macht der Körper nicht mehr so viel. Genau, da habe ich nicht mehr so viele Ticken gehabt, da konnte ich nicht mehr, also mein Fuß hat sich, meine Schuhgröße hat sich innerhalb von, ich war kurzer Zeit, ich habe ja durch die Spitzenschuh-Tanz, habe ich auch eine ganz andere Form gehabt, meine Schuhgröße hat sich noch, sogar bis ich 30 war, noch verändert, weil auch durch das Trainieren in den Schuhen und in dem ganzen Balletttraining ist mein Fuß immer kräftiger geworden. Aha. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Muskeln mitentwickelt am Fuß, ist ja klar. Das heißt, ich musste ständig meine Größe verändern. Ja. Es ist ein ständiges Arbeiten. Das, ja, aber das ist ein heißt, Arbeiten am Instrument. Wie muss ich mir das vorstellen? Wird er tendenziell breiter oder wird er zum länger? Teil, oder zum länger kleiner? Nicht. Also ich meine, klar, als gerade, ich sehe es bei meinem Sohn oder auch bei meinem Neffen, die machen so einen Riesensprung und plötzlich haben sie Schuhgröße 46 und der Körper ist noch gar nicht nachgewachsen. Ja. Das war bei mir nicht viel anders. Also ich habe als Frau Schuhgröße 40. Ist schon... Ist nicht so klein. Also für die heutige Zeit nicht. Nicht klein, eher groß. Und als Tänzerin sowieso. Als Tänzerin weiß ich nicht, aber es gibt durchaus Frauen, die auch Schuhgröße 42 haben. Als Tänzerin in meiner Zeit Schuhgröße 40 war... War das noch kleiner? Ja, weil ich bin gar nicht so groß. Ich bin vielleicht 1,8. Ich bin übrigens auch nicht so groß. Für alle, die es nicht gemacht haben, ich bin immer kleiner. Ich trage immer gern hohe Schuhe, aber wenn ich von dem flachen, also flache Füße, und ich gehe dann auf Schuhgröße 40 auf die Spitze, dann hatte ich plötzlich keinen Partner. Die Partner waren alle zu klein für mich. Das ist ja auch eh immer ein Klischee, dass Männer größer sein müssen als Frauen. Ich meine, da stehen wir doch auch drüber. Aber könntest du das jetzt sofort, also hast du die Moves immer noch drauf? Nein, um Gottes Willen, also wenn Stangen, ich jetzt auf Spitze gehe, nein, ich bin froh, dass ich die nicht mehr anziehen muss, die Spitzenschuhe. Das ist schon eine Plackerei, oder? Also, ich meine, man macht es natürlich professionell, aber so bequem wird das eigentlich nie, oder? Oder schon, ja? Okay. Ja. Also mir hat es gefallen, auf Spitze zu tanzen, sehr sogar, ja. Eine Plackerei. Nein, aber ich... Man gewöhnt sich an Alice. Ja, das ist gut, aber das ist schon eine sehr demütige Haltung dazu. Also auch klar, als Sportmann muss man sowieso, man muss sich seinen Körper ja irgendwie ein bisschen unterjochen, sage ich mal, sonst der muss ja was machen. Der Fußballer muss auch leiden mit seinen Schuhen und seinem Körpereinsatz. Ja. Und das ist, der Tennisspieler mit seinem Tennisarm, es ist egal, was ich ausübe, professionell ausübe und das dann mir das auch tagtäglich mache, dann dafür trainiert man ja. Ich bin trainiert, heißt, ich gewöhne meinen Körper, meinen Geist, ich kann auch Kopftraining machen, ich gewöhne es daran, dass er es macht. Ja, ja. So.
Nee, aber was man, wenn wir schon beim Sport sind, wir hatten ja Timo Hildebrand hier, wir hatten auch Simon Trester, der auch viel über Mannschaftssport, der auch Fußball spielt und auch immer gesagt hat, in der Küche geht's zu, er sieht sich da eher so als Teamleiter und er macht die Angaben und so, der hat es auch sehr verglichen damit. Okay. Beim Ballett, da ist man ja eigentlich, also wie viel ist da Teamwork, sage ich jetzt ganz mal? Ganz viel. Ja? Mhm. Also auch wenn man Solistin ist, weil man denkt ja immer, ah, sie hat es geschafft, sie ist Solistin, sie kann jetzt machen, was sie will. Die anderen müssen ihr hinterher tanzen. Ja. Manchmal schon. Nein, aber manchmal vergleiche ich das so ein bisschen, nachdem ich mal mit einer Freundin in der Schule ganz normal so die Berufswünsche, die man so hatte. Eine wollte Stewardess werden und eine wollte unbedingt im Hotel arbeiten. Ich fand das übrigens auch toll, also im Hotel, weil ich sehr gerne verreise. Und dann denke ich, ach, wenn man in so ein tolles Hotel reinkommt und dann ist man in der Rezeption, wird man da betüdeln und dann hier. Und man konnte dann, ja, und dann die ganzen Sprachen, ich spreche vier Sprachen, ist natürlich auch ein Vorteil. Das heißt, ich konnte mir gut vorstellen, sage ich, ich bin mal natürlich Hoteldirektorin, ist ja klar. Aber dann kann ich delegieren. Das stimmt. So, und meine Freundin, die das gemacht hat, die hat gesagt, ha, du musst erst mal Betten machen lernen und Frühstücksbuffet und du musst durch die ganzen Instanzen gehen. Ja. Und das ist im Corps de Ballet genauso. Mhm. Du musst von Anfang an lernen, in der Reihe zu stehen, weil sonst kannst du nicht aus der Reihe treten. Ich sehe schon. Also erstmal, das muss man sich jetzt auch erstmal verdienen. Erstmal zeigen, dass man Teil der Gruppe sein kann, bevor man so einen Alleinstellungsstatus hat. Ja. Verstehe, ja. Also so, das zumindest war das meine. Ich habe das sehr schnell begriffen. Ja. Natürlich wollen viele sehr schnell nach oben. Und ich denke, je schneller man beweist, dass man sich in der Gruppe integrieren kann, wenn ich Schwanensee sehe, alle Welt guckt gerne Schwanensee an, Dornröschen, diese ganzen klassischen Ballette, wo man, ja, Nussknacker, alles, wo so schöne Formationen gibt. Ja, und so schöne, ja, Sacre höre ich gerade so im Hintergrund. Egal, alles, was in einer Gruppe toll aussieht, visuell ist es ja super, wenn man Gruppen hat, die durch die Bühne gehen und so. Das muss ich aber lernen. Ich muss lernen, nach vorne zu schauen und trotzdem rechts und links die Augen zu haben, damit ich das auch schön machen kann. Mhm. Ja? Wenn ich das einmal begriffen habe, dann kann ich dann auch auf mich schauen und sagen, was macht aber mich noch besonderer aus, dass ich dann einen Schritt nach vorne gehe, als Solist da stehe, als Solistin. Und das muss man mit der Zeit entdecken. Ja. Verstehe schon. Wollen wir mal mixen? Nee, da brauche ich noch ein bisschen Tomate. Ich wollte mich gerade auch fragen im Sinne von nach vorne treten. Also Solistin ist natürlich, also grundsätzlich will das natürlich, also auch was ich mit dem Messer mache, ich schnibbel mir gleich noch was Alles ein. Gut. Das wäre mein Talent dann. wenn man als Solistin, also klar, alle, die Ballett tanzen, alle Mädels oder auch alle Jungs, die das anfangen, die haben natürlich eher mal den Wunsch, nach vorne zu treten, wie du es gerade gesagt hast, nicht unbedingt zu sagen, ich will ja nicht der Dritte von rechts sein. Das ist ja jetzt nicht so das ist nicht der Ansatz, den man hat, wenn man das werden will. Ne? Ja. Also nicht alle schaffen das dann natürlich, klar, aber würdest du sagen, dass der Neid sehr groß ist, wenn man es dann schafft? Weil man ist ja dann eine erstmal von allen aus der Gruppe. Ja. Dann sagt irgendjemand, ich weiß nicht, wie das funktioniert, kannst du uns vielleicht auch erklären, so, Sonja, nächste Spielzeit, tanzt du die Rolle? Ja, so man bekommt, ich denke, das ist eine Mischung von allem. Ich kann jetzt natürlich hauptsächlich hier von Stuttgart erzählen. Ja, Grüße dann das Stuttgarter Ballett an der Stelle. Grüße gehen raus, genau. Genau. Da ging es schon immer und geht es recht familiär zu, im Sinne von, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und ich glaube, wir haben von Anfang an gelernt, dass wir für die Sache nochmal, dass wir als Gemeinsamkeit etwas Schönes darstellen für das Publikum, für uns selbst. Das ist ein beglückendes Gefühl. Also ein gutes Team gewesen. Ja, das sollte man durchaus lernen. So, natürlich möchte man immer mit dem einen Auge sagen, so, jetzt möchte ich aber mal eine Chance haben, um zu beweisen, dass ich noch mehr kann als nur Schwan Nummer 19. Ja, ich war immer Schwan. Ich war die Schwan Nummer 19, ja. Von 19 auf 1, oder wie? Ja, tatsächlich war ich nie die Schwanenkönigin, weil da war ich nicht der Typ dazu. Also, man muss dann Was schon... Was muss das für ein Typ sein, da um Schwan Nummer 1 zu sein? Um Schwan zu sein, muss man sehr zerbrechlich sein, sehr weich, sehr lieblich, sehr und scheu. Also man muss es natürlich vom Körper, vom Typ her, ich muss es ja nicht als Persönlichkeit sein, also ich meine jetzt auch als private Persönlichkeit, sondern man muss es darstellen können. Mhm.
Und meine Stärke war es nicht, die Zerbrechliche zu sein. Mhm. Ich war es auch so physisch nicht immer so. Ich war also eher die muskulösere tatsächlich. Also ich war eher ein sehr athletischer Typ, mhm, als ich getanzt habe. Sehr athletisch, also ich war sehr stark, sehr kräftig. Meine Partner hatten schon... Was zu lüpfen. Ja. Aber nicht nur, apropos, das geht nicht um das Gewicht. Ja, ja. Das geht nicht um das Gewicht. Also die Männer, die Jungs bei uns, die lernen durchaus aus den Beinen heraus, mhm, ja, zu heben. Kraft. Zu lupfen, ja, ja, zu heben. Es ist natürlich eine Kraft, aber es ist auch Technik. Ja. Das heißt, eine sehr leichte Tänzerin kann manchmal unheimlich schwer wirken, schwerfällig, ja, mhm, tatsächlich, wenn sie dem Partner nicht mithilft. Also wenn sie nicht mithilft, gemeinsam, und die Körperspannung nicht da ist, dann kann eine ganz dünne Tänzerin ganz schwer wirken, mhm, und schwer, mhm, sein. Und umgekehrt genauso. Jetzt ist es aber natürlich schon so ein bisschen so diese Standardrolle. Ne? Selbst die Leute, die keine Ballettkenntnis haben, die kennen den Schwanensee, so kennen das. Ist es, ja, dann, ist es, wenn man dann sagt, so, ich glaube 2001 hast du gesagt, so mit deiner Schwangerschaft, ja, auch, ich höre jetzt auf mit dieser Karriere als Solistin und so. Ja. Denkt man da manchmal zurück und denkt, das hätte ich schon gerne irgendwie noch gemacht. Oder andere Rollen auch, wo man so denkt, vielleicht auch in einem anderen Haus oder woanders, weiß, ja, ich nicht. Ja. Ja, natürlich. Man hört und sollte das auch nicht. Man hört nie auf, mhm, zu wünschen. Das, mhm, sollte man in jeder Lebenslage nicht, egal ob ich das jetzt professionell, ja, oder auch als Mensch, als Privatmensch, sollte man immer irgendwelche Wünsche und Träume haben und weitere Ziele. Mhm. Mein Wunsch, aber eine Familie zu gründen, kam auch durch meinen Mann, der außerhalb des Theaters arbeitet, den ich da auch kennengelernt habe, weil so sehr ich das Theater liebe und den Tanz und alles, es gibt auch noch was anderes. Ja, ja, ja. Sehr Spannendes sogar, und ich, sehr, sehr spannend, also die Welt da draußen, da lernt man nie aus, und ich hatte einfach das Gefühl, so jetzt reicht es gerade mal mit dem Theater, jetzt möchte ich einfach dieses Gefühl, Familie zu haben, mhm, dieses Gefühl, Mutter zu werden, das möchte ich einfach erleben, und, mhm, ich hatte das Glück. Hätte ja auch schief gehen, also gepasst, muss ja, genau, nicht, ja, immer, ja, klappt ja auch nicht immer, wie man, mhm, möchte, aber das hatte gepasst. Dankeschön, jetzt kommt hier die... Jetzt kommen wir zu Creme. Und danach war ich erstmal beschäftigt als Mutter. Ja, klar. Ist ja klar. Das können also sehr viele Frauen nachvollziehen. Also da war ich genug beschäftigt, genug abgelenkt und auch genug... genug mit anderen Dingen beschäftigt, also mit meinen Spitzenschuhen, also so gar nicht. Und, mhm, ich konnte mir dann auch nicht vorstellen, nachdem mein Sohn dann da war, ein bisschen in vollem Glück. Und dann heißt es nach, wie lange war Mutterschutz hier? 8 Wochen Mutterschutz? Ich weiß nicht, wie das damals war. Heute damals kann man da war ja das variieren. So. Nach, ja, 8 Wochen, echt? So, jetzt geh mal zurück zur Arbeit. Ja. Genau, das hört man hinter mir schon. Die Mütter alle hier im Raum sagen dann, kann man sich nicht vorstellen. Ich konnte es mir nicht vorstellen, wollte ich auch nicht. Insofern war das meine persönliche Entscheidung, ja, zu sagen, ich möchte mich auf das Muttersein konzentrieren. Ja. Und habe dann eingesehen, wenn ich mir die Zeit nehme, Mutter zu sein, ja, dann habe ich keine Zeit mehr. Profi. Also es geht nicht beides. Ich konnte es für mich nicht vereinbaren. Gibt es Beispiele, wo du sagst, du kennst Profitänzerinnen, die das gemanagt haben? Ja, gibt's schon. Ja, natürlich. Und da bewundere ich meine Kolleginnen sehr. Wir haben 2, 3 bei uns im Theater, mhm, die das sehr gut managen. Natürlich, ja, mit Hilfe von. Ja, natürlich. Okay, der Ehemann ist dann auch Tänzer, der versteht, mhm, es dann als Erstes, der ist dann auch mit im Boot und so, mhm, weiter. Man nimmt das Kind mit. Natürlich, das gibt Lösungen für alles. Ja, genau. Ja, es gibt für jede Lebenssituation immer Lösungen, mhm, und das ist für jeden persönlich. Für mich war das nicht so, und ich hatte eine wunderbare Karriere. Ich habe alles getanzt, was ich mir vorstellen, mhm, konnte, mhm, habe ich gemacht. Also, mhm, warum sollte ich noch mehr haben? Und klar, hinterher, als ich dann wieder anfing, so wie viele Frauen, die auch Mütter geworden sind und vielleicht auch wieder mit dem Arbeiten anfangen, mhm, und das Kind ist schon im Kindergarten und so, dann fängt man an zu sagen, ach Mensch, wenn ich noch könnte, ja, ja, dann würde ich das jetzt auch noch mal machen und, mhm, so. Das ist normal, ja, finde ich. Ja, aber ja, wie du beschreibst, das ist wahrscheinlich schwierig. Ja, es ist auch nur menschlich, dass man immer das auch gerne hätte, was man jetzt gerade nicht so unbedingt immer haben kann immer in jeder Situation. Auf Englisch, it's always greener on the other side of the street. Genau. Ja.
So, jetzt machen wir gleich mal hier den Mixer. Ja, nur apropos Kochen. Also ich habe jetzt alles in den Mixer reingetan. Ja. Die Datteln, den Knoblauch, die getrockneten Tomaten, die Creme. Soweit kann ich folgen. Genau. Ja. Und jetzt wird es gleich ein bisschen laut. Ich glaube, ich brauche noch mal eine Becherle. Da wird nicht gespart. Mhm. Schön, dass wir schon so beim Schwäbischen halt angelangt sind. Aber das ist dir schon auch, also du bist ja hier aufgewachsen, wie du sagst, mit einem Jahr hergekommen. Das ist schon, du bist so Spanisch-Schwäbisch. Oder wie würdest du dich sagen? Die Dame, die hinter mir lacht, ist meine Mutter, die hier neben mir hinten sitzt. Genau. Ja, das Spanisch-Schwäbische, klar, ich habe es in den, meine Wurzeln sind eindeutig spanisch. Ich bin auch dort geboren, so ist es, so wollte es. Welcher Ort? Madrid. Madrid, na klar, wenn dann schon die Hauptstadt. Genau. Ja. Drunter machen wir es nicht. In Madrid. Und dann die schwäbische Hauptstadt, ist klar. Und dann die schwäbische Hauptstadt, ja. Genau. Wobei es zuerst tatsächlich Köln war. Mein Vater war Musikprofessor, großer Solobratschist, Musikprofessor hier in Stuttgart, an der Musikhochschule. Da hat er einen Job gekriegt sozusagen? Oder? Nee, davor war er erst, er hat meiner Mutter gesagt, ach, ich bleibe nur 2 Jahre zum Studieren. Ah. Mittlerweile sind 57. Studiert hat er natürlich sein Langzeitstudent. Er hat in Köln studiert bei einem Professor und da wollte er einfach studieren und lernen und meine Mutter natürlich hinterher und hat ihn vermisst und dann kam Klein Sonja. Er war allein zuerst hier. Ja, okay, und dann, verstehe, ja. Und dann kam ich dann dazu und ja, wie das so ist, dann ist man dann, ja. Zu der Zeit war Spanien dann beruflich dann nicht so gut, mein Vater war einfach ein sehr guter Student und hat dann auch gleich natürlich Jobs angeboten bekommen und war dann hier bei dem Stuttgarter Kammerorchester, also so dadurch kam von Köln nach Stuttgart und dann haben wir hier unsere Wurzeln geschlagen. Die schwäbischen Wurzeln geschlagen, verstehe, genau. So, jetzt haben wir genug Tomate, also die kommen jetzt nicht rein, die bleiben, da gucke ich jetzt erstmal, wie dieser Mixer reagiert. Gut. Schauen wir mal, wieder. Es duftet, glaube ich, schon nach Fladenbrot, ne? So ein bisschen. Okay. Ich rieche eigentlich nur Knoblauch hier. Es mag an der Nähe liegen. Ja. Jetzt schaue ich mal Salz. Ich muss dann erstmal ein bisschen nachgucken. Oh, das sieht schon mal gut aus. Ich kann es mal unter die Kamera halten, ja. Damit man es mal sieht. So, jetzt Achtung für die. Das schafft schon. Ich helfe gleich ein bisschen nach. Da steht jetzt zwar off, aber es brummt nach. Okay. Nach. Da muss ich jetzt ein bisschen helfen, das ist klar. Ich will jetzt nicht auf gewisse Haushaltsmarken anspielen, aber manchmal muss eine schwäbische Maschine halt auch gezwungen werden. Ja, also wer die normale, der Hausfrau, ich mache jetzt natürlich auch etwas größere Mengen, auch ja, als das, was ich zu Hause gewohnt bin. Es geht mit einem Pürierstab. Ich nenne das auch Zauberstab, meine Mutter nennt das immer so. Und letztens wurde mir auch gesagt, dass es auch die Bezeichnung für andere Dinge ist. Nicht so, Zauberstab? Ah ja, ist für mich so. Ich war total, ich habe immer nur an diese Rührmaschine gedacht. Ja. Genau. Jetzt zuckelt sie schon ein bisschen mehr. Das wird schon, wir haben ja ein bisschen Zeit. Alle leiden mit. Ich kenne das. Alles gut, aber wir kriegen schon noch was zu essen. Ja, ich habe jetzt da keine Bedenken. Das hat noch immer geklappt. Ansonsten essen wir nur das Fladenbrot. Das sieht auch schon mal sehr gut aus. Das ist auch was Frisches jetzt gerade. Heute ist es so warm. Stimmt. Aber du bist so. Würdest du sagen, du bist auch ein Sommermensch? Also das ist lustig, weil ich habe im November Geburtstag und ich bin tatsächlich, liebe den Herbst. Also ich mag die Farben. Was so die Farben angeht, ist tatsächlich meine Lieblingsfarbe ist Rot, Orange, also richtig die Herbstfarben. Mhm. Ich mag auch die Küche, also wenn wir schon beim Essen sind und so weiter, mag ich die Kürbissuppe, den Feldsalat, das Wildschwein, das Reh und die Knödel, und ja, mag ich. Aber vom Gemüt her
bin ich natürlich Spanierin. Ich brauche die Sonne, ich brauche den Strand, ich brauche die frische Luft, ja. Ich brauche. Der Strand ist hier natürlich schlecht, ne? Also das ich mein, ist, das vermisse ich dann schon, obwohl ich hier wirklich. Kollege sagt gerade Neckarstrand. Ich möchte jetzt das nicht kommentieren. Ja, der Neckar könnte etwas besser genutzt werden, muss man sagen. Also da muss ich sagen, die Stadt hat es ja mal vor, aber ich weiß nicht, ob wir unsere Bikinis nicht vorher mal woanders austragen, weil ich glaube, darauf wollen wir nicht warten. Das ist aber macht ihr dann auch Sommerurlaub dann oder Freibad? Nee, wir machen Sommer. Also ich brauche, wie gesagt, meinen Tapetenwechsel. Und dadurch, dass ich schon von klein auf gewohnt war, viel zu verreisen. Ja, die Großeltern, die Tante und Cousinen sind alle noch in Spanien. Dann waren wir immer durch Frankreich durch, natürlich. Das heißt auch Französisch. Mit dem Auto unterwegs. Mit dem Auto, ja, am Anfang waren wir immer mit dem Auto unterwegs, genau. Ja. Pause. Alles klar. Vielleicht sollte ich mal. Ja, man muss dem gut zureden. Das ja. Okay, das machst du gut. Wie sagt Vincent Klink immer, man muss schwätzen mit den Tierler. Echt? Sagt das Vincent? Ja, der hat immer ich habe ihn mal interviewt und da hat er seinen Vater zitiert, der Tierarzt war. Und ja. Er hat gesagt, du musst schwätzen mit den Tierler. Wobei die Tierler, die er dann zubereitet, die haben ja nicht mehr viel zu schwätzen, habe ich immer gefragt. Aber ich glaube, er hat's auch mehr so auf die Menschen bezogen, auch so nach dem Motto. Ja, ja. Also, oder halt auf Mixer. Ja, das ist okay, das ist okay. Alles genau. Geduld ist, und dafür wird man hinterher belohnt. Ich darf hier probieren mit, ich nehme an, Frau Bader hat mir hier die Löffelchen zum Probieren gegeben. Die Probierlöffel, das hat sie sehr schön eingerichtet. So, weil ich, ob wir noch Salz oder irgendwas probieren brauchen? Mhm. Wird? Oh ja, Knoblauch halt, ne? Diana. Die haben nichts mehr vor, Alter. Mir ist es egal. Das tötet sämtliche Bakterien und Viren ab. Und wir sprechen jetzt nicht über den einen Virus. Ja. Haben wir gerade Verschnaufpause, könnte man zumindest sagen. Ich hoffe, ja. Ja. Bis Herbst genießen wir nochmal. Aber du hast schon gesagt, so von wegen Herbst, magst Kürbis, aber du magst eigentlich auch asiatische Küche besonders. Du kochst heute ja weder Spanisch noch Asiatisch, also aber wieso asiatisch besonders? Das ist wirklich lustig. Wie gesagt, als ich dann schwanger wurde, war es Sommer. Ich habe also dann im Sommer, gerade im Sommeranfang, erfahren, dass ich schwanger bin. Mhm. Und dann hatten wir die Theaterpause sowieso. Das heißt, perfektes Timing. Das war irgendwie perfektes Timing. Ja. Und als ich dann im September wieder kam, als dann die Saison wieder anfing, dann war mein Bauch dann schon so weit fortgeschritten, dass ich nicht mehr trainieren konnte. Dann hatte ich mein Coming Out. So, jetzt bin ich schwanger und dann konnte ich auch nicht mehr. Passte in kein Kostüm mehr, gar nichts. Also ich konnte nicht mehr tanzen. Ja? Ja. Insofern musste ich dann kam wieder der Mutterschutz und so weiter. Ich habe also relativ früh aufgehört. Ich habe immer weiter trainiert, weil ich dachte, den Rest des Körpers kann ich ja noch machen. Das schadet nichts. Machen wir ein paar Tomaten rein. Aber ich hatte dann Zeit, viel Zeit, um auch ein bisschen so mein Leben zu sortieren, ein bisschen zu gucken, wie bereitet man sich vor, Mutter zu werden und so weiter. Ja, und hatte dann, das war auch zu dieser Zeit, Anfang 2000, diese ganzen Kochduelle, das fing da an, also vor 20, 21 Jahren. So lange läuft es schon. Läuft diese ganzen Sachen, kochen Sie hier, kochen Sie da, kochen Sie nicht, kochen Sie mit allen zusammen, alleine, in Konkurrenz, wie auch immer. Wahrscheinlich fing das ARD-Buffet gerade an, auch so lange schon. Irgendwie hat es mich dann, als Schwangere hat man dann Gelüste, ich wollte nur Salziges, ich habe Salami und Schwarzbrot und Eis. Ja, so. Aber getrennt voneinander? Natürlich getrennt voneinander und dann Käse und Salami und also irgendwie so. Ja? Und dann habe ich mich dann dafür interessiert. Ich hatte endlich mal die Zeit, tatsächlich einem Koch auch mal zuzugucken im Fernsehen, im Radio. Habe mir Bücher gekauft und mein Mann hat mir gesagt, wenn du jetzt schon Zeit hast und dir macht das Spaß, weil vorher konnte ich
gerade mal so ein Rührei würzen. Aha, doch. Ja, ja, weil keine Zeit sonst. Und dann hat mein Mann gesagt, mir zum Geburtstag im Herbst ein Wok geschenkt. Der magische Wok. Der magische Wok, weil ich finde Sushi toll. Also wie gesagt, asiatische Küche hat mich schon immer fasziniert. Sag ich weiß nicht, ob ich sowas kann. Und mein Mann hat mir dann das geschenkt mit einem Buch dazu. Und das habe ich rauf und runter gekocht. Mhm. Vor allem die Schnelligkeit. Klar, das Vorbereiten der Gemüse, da so wie wir es hier jetzt auch haben, man muss sehr viel vorher schneiden und so weiter, aber einmal vorbereitet, zack in den Wok, in 5 Minuten hat man Essen. Mhm. Fand ich faszinierend. Mhm. Und so habe ich mich dann immer weiter reingesteigert. Und er hat es auch nie bereut, den Wok geschenkt nein, zu haben? Nein, 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 gar nicht. Ich habe mittlerweile, glaube ich, den 5. Wok, sehr gut. Weil ich dann alle einen Verschleiß habe. Also ja, wie das so ist. Und wenn ich kann, dann machen wir wirklich Crossover-Küche, wie das so schön heißt. Mal Spanisch, mal Schwäbisch, mal Asiatisch, mal Hausmannskost. Damit es auch nicht so eintönig wird, sozusagen. Ja, kann ich verstehen. Aber okay, er hat seinen Bock geschenkt, nie das bereut, weil er da sozusagen jetzt endlich eine Frau hatte, die auch Bock hatte zu kochen und nicht nur Rührei. Ja, das war tatsächlich, war mein Mann eher derjenige, der den Salat angemacht hat, also immer die Soßen, er ist ja immer noch für die Soßen am besten zuständig. Übrigens, Frau Bader macht hier im Hintergrund auch schon mal richtig, sie, der habe ich den Auftrag gegeben, den Reis dazu zu kochen. Ja. Ich glaube, wir sollten vielleicht, den Dip kann ich jetzt servieren, wenn das hier genau. So viel dazu, wir wollten ja schnell fertig werden, wenn genau. Die Gäste was zu essen haben. Jetzt schwätzt mal wieder viel zu lang, ich sehe schon. So, einmal nochmal. Einmal nochmal ja? Richtig durchmischen und dann richtig kann ich... Richtig, sagt die Frau Bader. Komm. Guck mal, was ich kann, an dem Topf das Wasser ich kann es nicht den... Die Sachen runterdrücken, während es mixt, oder? Nein, 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 nein. Gut. Sonst haben wir ein Problem nachher. An dieser Stelle an alle zu Hause Kinder haben. Oder ja, ja, ja. Das hätte ja sein können, dass man da noch mal kurz reinrühren kann. Ich glaube, Gibt es solche? Nein. Da habe ich jetzt jeder Zweifel was angeleiert. Also, ja, alles nein. Gut. There is not. Natürlich. Ich habe hier einiges schon gelernt während der letzten Küchengespräche, wie man Schnittlauch schneidet auch, in der richtigen Größe. Ja, alles Mögliche. Ich habe auch mal, Frau Bader, auch mal korrigiert, weil jemand mit der Metallgabel in die Pfanne wollte. Da habe ich gedacht, ne, da hätte nein, jetzt Mutter Schrier, gell, ganz schäbisch. Genau. Ja, habe ich schon mal präsentiert, aber nicht angeschnitten. Das sieht natürlich noch besser aus. So, vielleicht aber doch schon mal ein Schüsselchen für die sind schon da. So, ich möchte einfach soll noch ein mal, bisschen, dass es richtig runtergeht. Ja. Damit es homogen wird, verstehe ich. Genau. Tut es leid, es gibt in der Küchenmaschine. Jetzt, ja. Oh, Turbo kann auch. Alles gut. Alles übersteuert, ja. Das ist eine Kochsendung, möchte ich kurz sagen. Genau. Es heißt Küchengespräch. Die Küche ist die Hauptzuständige. Ich schätze dann auch mit, genau. Okay. Ich gucke mal, dass ich das hier so richtig, vielleicht kann ich... Wahrscheinlich noch einen anderen Schaber, um das rauszukriegen, oder? Genau. Ich weiß gar nicht, ich kenne mich in der Küche ja auch nicht so gut aus. Der Schaber ist hier, den kann ich nehmen. Ist ja nicht die Schüsselchen. Klein. Hier sind die, genau. Und zur Überbrückung gibt es ein bisschen Weißwein. Passt der eigentlich zum Dip, ja? Alles, ja, ja. Vor allem jetzt, wo es frisch ist. Also es kann auch zum Chili natürlich, auch. Würde ein Rotwein jetzt auch gehen, ne? Also ein schöner, so kräftiger, intensiv. Dann passiert, dann schmeckt es einfach gut, dann passt es zusammen. Aber es kann, wer es jetzt gerade ein bisschen frisch möchte, weil es draußen warm ist, geht auch ein Weißwein. Genau. So, jetzt muss ich doch nochmal. Endlich sind die Temperaturen so, dass wir sie mögen. Jupp. Wird. Also. Noch besser wäre es natürlich, wenn der nochmal kühl gestellt werden würde. Nochmal in den Kühlschrank dann. Und auch, man kann es einen Tag vorher machen.
Sollen wir es mal einen Einer so lassen und so, dann noch weiter? Vielleicht noch ein Löffelchen dazu. Stimmt. Ich nehme mal gerade, ach so. So. Bitte, bitte. Numero uno. Ja. So. Drei sollten wir machen, gell? Ja, so für den großen Tisch. Wir haben eine große Tafel, dann müssen die Leute sich nicht so recken. Okay. Um dann zu kommen. Die Kartoffeln. Ja, die Würfel, ich schneide gleich mit. Na. Ja, also so kam das Asiatische, was man jetzt das Kochen angeht. Im Nebenraum hat auch gehämmert. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Stream auch noch hört. Am Anfang dachte ich immer, was pumpert da so im Hintergrund. Aber wir sind an der Volkshochschule, da gibt es noch andere Kurse, die zeitgleich stattfinden. Wegen uns müssen jetzt nicht alle aufhören, hier Kurse zu machen. Wenn der wüsste, was es hier Leckeres gäbe, dann würde er sofort rüberspringen. So. Okay. Und du kannst natürlich auch probieren. Ja, da brauche ich einen Löffelchen. Ich probiere mal so ein Probierlöffelchen. Genau, super, perfekt. Ah, nee, ich mach's daraus. Ja, weil den Haferausschläger ich dann hier verteilen. Sehr lecker. Sehr lecker. Ja? Knoblauch okay? Ja, Knoblauch völlig in Ordnung. Gut. Nee, aber dieses, das Würzige und dann das Süße noch von der Dattel. Das kommt von der Dattel und natürlich auch die getrockneten Tomaten. Da lasse ich dann hier noch ein bisschen was übrig. Das lasse ich doch mal meinen Zauberstab zu Hause auch. Ja, ja, dann also, wie gesagt, wenn das dann nochmal schön im Kühlschrank, schön kühl. Und statt, das wäre dann nochmal ein Tipp, statt den getrockneten Tomaten kann man das Ganze mit Curry machen. Ah, ja, würde okay, auch gehen, aber die Datteln sind es. Also dann die Creme fraiche mit Datteln, Knoblauch und Curry wäre es dann so ein bisschen indischer. Vielleicht ein bisschen Schwarzkümmel dazu. Genau. Fürs Bekömmliche oder? Ja, auch. Dafür, ja. Fürs Bekömmliche, das würden wir jetzt dann anfangen mit unserem Chili, denn ja, sehr gut, Kumin wurde gemörsert, was ich jetzt auch gelernt habe. Das Kumin, was wir so, ist hier die Kamera tatsächlich gemörsert und trotzdem schwarz. Das andere wäre Gelbwurz, habe ich gelernt, richtig? Gelbwurz. Oder was man handelsübliche, muss ich gestehen, ist das gelbe Pulver, was man auch nicht, Achtung, nicht Kurkuma, das ist ja richtig, das färbt total gelb, hat nicht so viel Eigengeschmack, finde ich, aber das gelbe Kumin im Pulver, ja, so wird es halt verkauft. Aber das ist echte Kreuzkümmel. Und das benutzen wir jetzt eben für den Chili. Die Chili, die wir machen. Genau. Und wie schmeckt es? Ich frage schon mal in die Runde. Wunderbar, sehr gut. Sehr gut. Kann man aber auch. Gut. Können wir uns Zeit lassen, weil jetzt sind sie erstmal gesättigt. So ungefähr. Nein, gut. Haben wir noch was vor heute. Also. Außer die Technik kriegt natürlich wieder nichts ab. Aber sie schon beschwert. Gut, also zu dem Chili haben wir jetzt Frau Badat auch den Reis dann schon. Genau. Das muss nicht mit Reis, aber ich glaube, so ein bisschen Reis dazu kann sehr gut. Man kann auch Taco-Chips zum Beispiel, wenn man jetzt gar keinen Reis nehmen möchte, dann haben die Mexikaner das immer dabei, die Taco-Chips dann dazu und auf jeden Fall. Und am Ende serviere ich es dann, das zeige ich dann mit einem Klacks Sahne. Auch das kann dann, wenn man möchte, vegan sein. Ja. Wir nehmen jetzt heute saure Sahne, ganz normal. Vegan. Doch vegan, wir haben also richtig vegan. Saure Sahne und was ich sehr, sehr gerne mag, das ist mein Favorit, wo habe ich es? In die Kamera. Koriander. Auch das wunderbar. Da streichen sich auch viele. Ich mag es auch, aber es gibt ja viele Leute, die einen. Ich weiß, das schmeckt nach Parfum. Manche sagen, es schmeckt nach Parfum. Oder Seife oder sowas sagen manche. Nach Seife. Gut. Auch das werden unsere Gäste überleben. So, was machen wir hier rein? Sollen wir hier mal anmachen? Ich glaube, wir müssen langsam anmachen. Dann nämlich die. Das dann rein. Ich habe mal hinten auch. Beide auch, okay. Genau. Weil wir müssen ich mache mich mal nützlich. Machen. Genau. Und dann kommt Öl rein wahrscheinlich, oder? Hier, genau. Und jetzt brutzeln wir erstmal das Gemüse an im Endeffekt. Genau, ne? Das muss auf jeden Fall die Möhren und die Kartoffeln, die reinkommen. Also wie gesagt, es ist kein mexikanisches
Chili original, sondern ein vegetarisches, ein gesundes, mit viel Gemüse. Sehr gut. Okay. Du hast es vorhin schon angesprochen, das Wild, was du auch magst, du hast angefangen mit Bogenschießen. Das wissen bestimmt auch nicht viele. Ja. Das ist die Amazone, die du beschrieben hast. So selber Tier erlegen. Ja, ich habe, auch das bin ich noch eine absolute Anfängerin. Das habe ich angefangen, auch wegen meines Mannes und meines Sohnes. Die machen das schon seit 5, 6 Jahren. Bogenschießen ist sicherlich eine Sportart, die nicht jeder macht. Nee. Oder man kann, es ist eine olympische Aber es ist eher eine Randsportart, sage ich jetzt mal, für die Deutschen, die entweder maximal Tennis spielen oder Fußball oder... Naja gut, es gibt schon ganz viele Schützenvereine, also es ist schon erstaunlich, seitdem ich also Bogenschieße, weiß ich oder habe ich erfahren, wie viele Schützenvereine es gibt, also mit Gewehr und Pistole natürlich. Das denkt man eher vielleicht beim Schützenverein, genau, aber so, vielen Dank. Kommen die Möhrchen noch, die weiteren. Genau, die kommen auch gleich rein, sobald das Fett irgendwie heiß ist. Das Schöne an Induktion ist ja, dass man schön hochwurzeln kann. Gell? Wenig schiebe, weil sonst verändert sich die Stellung. Das mag er nicht. Nee, weil jetzt ist der nämlich, die mag auch beide auf Power. Einer 9, beide auf 9. Sonst springen die hin und her. Das ist das, muss man sich halt, in jeder Küche muss man sich halt auskennen. Ne? Wie kochst du selber zu Hause? Gas oder elektrisch? Oder elektrisch, also aber nicht Induktion, sondern Herdplatte. Jetzt unterhalten sich laut, unsere Gäste natürlich. Ja, das heißt, es schmeckt, oder? Das Problem an dem Essen, ja genau. Gut. So. Ja, das Bogenschießen, wie gesagt, also ich bin erstaunt, wie viele Schützenvereine es tatsächlich ja auch gerade hier in Stuttgart und Umgebung gibt. Oder überhaupt in ganz Deutschland dann verteilt. Also wenn ich brauche nur 100 Kilometer, 150 Kilometer weit zu fahren und dann hat man hier einen Schützenverein, da einen Parcours, also nicht der Parcours, den man vielleicht kennt unter den jungen Leuten, wie ich über Gelände springe und dann das, sondern einen richtigen Parcours. Schon heiß, glaube ich, kann man, glaube ich, reinhauen. Und da bin ich ganz erstaunt, dass seitdem ich das anfange, wie... Und das macht dein Wie Sohn und dein Mann es gibt. Auch. Mein Sohn und mein Mann haben damit angefangen. Das muss, glaube ich, ein bisschen weniger. Ich mache mal runter. Aber es ist jetzt so heiß, Achtung. Dass man, glaube ich... Ich gehe mal zurück. Jetzt brutzelt. Okay. Aber Bogenschießen, macht es bei Ihnen jemand? Bogenschießen ist schon sehr speziell. Also aber wenn man... Ich hatte dann das Glück, dass es tatsächlich hier einen Verein gibt. Und wie gesagt... Mein Sohn und mein Mann haben angefangen und ich dachte, das ist ein Vater-Sohn-Geschichte, das ist klar, das machen die Männer. Die haben da einen großen Schein, diese Konzentration, die man dabei hat. Wir machen ein intuitives Bogenschießen, heißt es. Was heißt das? Also, was ist das? Intuitiv heißt es, wir keinen, so wie bei den Olympischen Spielen oder bei der Olympischen Disziplin, dass man ein Visier hat, wie bei einem Gewehr, sondern... Man nimmt den Bogen und den Pfeil und muss mit dem Auge zielen. Also es ist so ein archaischer Bogen, wie man sich das vorstellt. Das ist kein modernes Sportschützengerät, sondern tatsächlich so Holzbogen. Das kann aus Holz, finde ich, eben am schönsten. Mhm. Das kann aber auch aus Metall sein, hat aus Carbon. Genau, weil also das auch. Ist dann verschiedene. Mhm. Es hat aber nicht wie die Compounder, also das hat dann diese Räder. Es gibt ganz viele unterschiedliche Bogenarten. Ja. Die Compounder-Bogenschützen haben einen ganz, wie so ein Flaschenzug sieht es fast aus. Ja. Ich rühre mal einfach ein bisschen parallel. Kann ich mal machen. Und das machen wir jetzt nicht. Und die haben dann ein Visier. Also die haben eine richtige Zielvorrichtung, so wie beim Gewehrschießen und Polizeischießen. Mhm. Mama! Ihr schmeckt halt. Das hat die Mutter maßregelt. Sie ist halt Spanierin, man hört den das ist es halt. Und in der Küche wird gequatscht. Ja, so ist es. Die beste Party ist immer in der Küche. Genau, das. Aber wenn du sagst, jetzt kommen wir kurz weg, wenn du vorhin gesagt hast, du warst auch so ein Hippie. Also, hast du es da auch richtig krachen lassen? So, oder kann man sich jetzt bei dir nicht vorstellen? Also würde ich jetzt mal sagen, Ballett ist Disziplin, Ballett ist
ne, ich muss jeden Tag Training und dann... Ja, das, hat, das schließt doch das eine ja, nicht auch, aus. Also das heißt, auch wilde Partys gefeiert in Stuttgart? Naja, wild. Ich war schon eine schöne Disco-Gängerin. Ich ging sehr gerne in die Disco, ja, und ich bin ausgegangen, das ist gibt's klar. Gibt es die Disco heute noch? Aber die, ja, die gibt es noch. Ich kann mir vorstellen, welche. Da kann aber man auch heute auch das hat, die Landschaft hat sich ja auch sehr ja, verändert, klar. Weiß ich nicht. Aber ja, natürlich bin ich wie jedes junge Mädchen, junge Frau gerne ausgegangen. Ich hatte vielleicht ein bisschen mehr Disziplin, was dann hinterher, also wenn es heißt, gerade im Sommer nach der Schule, ich hatte einen sehr durchgetakteten Tag und ich musste zum Tagesinternat, heißt es dann, zum Beispiel, vom Gymnasium bin ich dann gegangen, vom Gymnasium in die Ballettschule, habe dort Hausaufgaben gemacht, habe dort gegessen, ein paar Hausaufgaben gemacht und ansonsten Ballettunterricht gehabt. Das heißt, ich hatte gelernt, diese Disziplin, das Einsetzen von jetzt ist Schule, jetzt ist das, um 2 Uhr ist Training, um 3 Uhr ist das und dann erst um so und so viel Uhr habe ich Feierabend. Das war ganz gerade im Sommer sagten viele meiner Freundinnen, komm doch mit zum Schwimmen, komm doch mit zur Disco oder komm doch mit da und da. Und ich wusste dann schon zu sagen, nein, heute kann ich nicht, weil ich morgen eine Prüfung habe oder weil ich morgen tanzen muss. Muss auch nicht sein. Oder weil ich eine Probe habe für irgendwas und so. Also ich musste lernen, mich recht schnell Maßregeln. Also man kann jetzt sich eigentlich keinen verkaterten Morgen dann eigentlich leisten, oder? Wenn man am 10 an der Stange stehen muss. Genau das, ja, so heißt das aber an der Ballettstange natürlich. Ja, ja. Nein, einmal rumdrehen. Ja. Meister Schlag. So. Pfeffer, der ist elektrisch, so habe ich verstanden. Ah, das funktioniert. Sehr gut. Ja. So, ich das auch mal rum. Schön. Gerne. Ja. Aber du hast deinen Mann ja nicht beim Tanzen kennengelernt, ne? Nein, das ist richtig. Obwohl das eigentlich auch eine schöne Geschichte ist eigentlich, oder? Das war so richtig Kommissar Zufall, sagt man. Nennt man das so? Ja, mein Mann habe ich kennengelernt auf einer Party. Ja. Zu der ich nicht eingeladen war, lustigerweise. Er war nicht eingeladen, so war das irgendwie. Das war eine ganz, ganz große Veranstaltung. Mhm. Eine Eröffnung von irgendeinem Bürogebäude, das war dann von etwas. Also es waren sehr, sehr, sehr viele Menschen. Mhm. Und da bin ich mit dem damaligen Freund hingegangen. Und, ach so, du hattest da noch einen Freund? Ich hatte schon einen Freund, ja. Und dann bin ich dann dahin und es waren überall großes Buffet, Musik und ich weiß, es ist eine große Veranstaltung. Und ich stand mit meinem Teller da und wusste nicht, wohin. Und der einzige freie Platz an der Bierbank war da, wo mein zukünftiger Ehemann saß. Mhm. Und aber so, da hast du nicht sofort geschnackelt, sondern oder du hättest dich das hat neben das gesetzt? Hat ein Weilchen gebracht. Das war der einzige freie Platz. Also musst aber du hast nicht vorher ausgeguckt und dachtest, oh, der ist aber schick. Nein, das nicht. Naja, nee. Hätte ja sein können. So. Das nicht. Aber danke schön. Aber ihr habt euch dann offensichtlich ja gut verstanden durch dieses Zwangs Nachbarsgespräch. Wir haben uns ja gut verstanden. Das hat natürlich eine Weile. Also das ging dann über 1000 Ecken und dann musste erstmal der eine Freund diese Beziehung beendet werden, bevor ich dann eine neue angefangen habe. Also das klingt alles ganz geregelt. Ja? Genau, also damit sich da niemand im Nachhinein beschwert oder so. Nein. Genau, also nur zu den Schritten hier, falls jemand mitschreiben möchte oder sonst wie. Ja, wir reden ja so viel, dass jemand tatsächlich mitkochen könnte zu Hause. Ja, könnte ja sein, wer das möchte. Also Kartoffeln und Karotten werden, wie gesagt, angeschmort in Öl und Salz und Pfeffer, die ganzen Gewürze kommen dann nachher noch dazu und das muss dann auch tatsächlich gute 20 Minuten, auch 30 Minuten köcheln. Vielen Dank. Die kommen dann später dazu, jawohl. Das sind meine Zucchini. Ja. Das wird interveniert. Viel Paprika für die Chilis, klar. Steht und als das erstes auf 7. Hier mal. Wenn es okay ist, dann kannst du natürlich auch mehr schalten. Also bis 9 geht. Soll ich es bis 9 machen? Beide gehen bis 9.
Ja. Also die Frage ist, ob man es möchte, dass es... Nee, ich mache auch 7 und mache lieber den Deckel zu. Okay. Dann mache ich auch ein bisschen niedriger. So. Ja, da hinten ist ein bisschen heiß. Ne? Ja. Ich habe eher das Gefühl, dass unsere Gäste jetzt schon so ein bisschen Blut geleckt haben und sich freuen auf die Chili. Also der Dip war wirklich gut. Gut, muss man sagen. Freut mich. Ja. Als nächstes kommen die Zucchini dann oder von, nein, von die Paprika. Und die sind Paprika. Alle Paprika sind hier. Hier, genau. Schön bunte hier. Ja, und zwar wird die Kamera genau schön bunt. Und gelb, nicht zu klein. Nicht so, das auch, das ist Geschmackssache. Ja. Wir haben jetzt hier sehr große Töpfe zu Hause, würde ich, ne, nicht zu fein. Das ist eine gute Größe hier. Man darf in der Chili, ich mach das mal hier so. Ja. Teamwork, ja. Dankeschön. Okay. Ja. Ein bisschen da. Gut. Viel Gemüse. Jawohl. Sieht sehr gesund aus. Jawohl. Gut. Es geht voran. Ja, aber wenn wir dann mal den Deckel zu haben, dann können wir uns noch mehr unterhalten. Dann ist aber es Geräusch. Das muss auch richtig schmoren. Nicht mit Salz und Pfeffer sparen, aber der Trick ist dann nachher, wie gesagt, das Kumin und noch ein paar andere Gewürze. Die kommen dann später. Die kommen dann ja nachher mit den... Mit den Kidneybohnen und den Dosentomaten. Also ich nehme da hier, das ist einfach das Praktischste. Ja. Dosentomaten, ein bisschen gehackt. Dann alles mit der gesamten Flüssigkeit. So, sehr gut. Da schwitzt man schon ganz schön. Ja, Sport in der Küche. So. Jawohl. Beruhigt sich schon. Wo ist jetzt der Pfeffer? Da oben, genau, nochmal die. Achso, das andere war was anderes. Ja. Aha. Gut. Mit Licht sehe ich gerade. Ja. Wobei, es ist echt, ja gut. Weiß ich nicht, wie oft braucht man das, dass die Pfeffermühle Licht hat? Wenn man nicht. Oder wenn man was anderes unterm Tisch sucht, kann man auch mal die Pfeffermühle nehmen. Das Handy gerade aus. Statt des Handy die Taschenlampe. Die Taschenlampe, genau. Ist gerade weg. Ja. Gehe ich mit der Mühle runter. So. Du ahnst es, ich habe sowas nicht zu Hause. Kann Nein, habe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das ist auch nicht meine Küche. Ups. Okay. Ich opfere mich. Noch ist es zu roh. Alles, vor allem man Kartoffeln. Kann ja beißen. Genau. Vor allem die Kartoffeln. Okay, das können wir jetzt erstmal den Deckel zu, ein bisschen schmoren lassen. Das ist der. Ah. Welch eine Wohltat, sagt der Kollege am Ton wahrscheinlich. Genau. Genau. So. Okay, später kommen dann die Zucchini und die Zwiebeln lustigerweise auch dazu. Und die sind auch jetzt nicht so klein geschnitten, genau. Die Obwohl, Zwiebeln doch. Sind ziemlich fein geschnitten, vielleicht kann das, ja genau. Aber die können auch gröber sein, wie gesagt, je nachdem, wie man es gerne selber isst. Boah, wir hatten die alle geschnitten, das war ja eine... Das war Frau Bader, hallo. Sehr, Dank sehr für gut. Wir wissen alle, das ist nicht so der Belegung. So ja. Machst du das eigentlich dann mit der Maschine? Ich? Nee. Nee, das sieht aus, ich hab's gesehen. Sie das hat sieht aus wie mit der Maschine. Sieht aus wie Maschine, aber das kann eine gute Frau, Hausfrau. Schauen Sie sich das an, ich halte das nochmal unter die Kamera. Ich halte noch eine Sache in die Kamera, das kommt ganz am Ende. Mhm. Auch das von wegen vegetarisch. Schön. Die Zwiebeln und das ist Mangold. Oder wenn man Mangold gerade nicht hatte, das haben wir jetzt auch nicht, Pak Choi, also... Auch da wieder der asiatische Touch. Ja. Aber das ist so wie Mangold. Ich habe die Tomaten klein geschnitten, die Soße abtropfen lassen. Ja, weil die Soße brauchen wir aber trotzdem. Genau. So mein Glas.
Erstmal einen Schluck, genau. Erst einen Schluck. Ich weiß gar nicht, wo meins ist, dann würde ich jetzt auch mal mit anstoßen. Ja, dann können wir doch zusammen anstoßen. Also out of reach, damit ich sie auch nicht runterwerfe. So. Cheers. Wie schön, cheers, ja. Genau, Gesundheit. Ja. Oder mhm. Salut. Salut, salut. Salut, dinero y amor. So. Gesundheit. Todo. Todo, todo, todo. Salut, dinero y amor heißt Gesundheit als erstes, Geld ist auch nicht schlecht, ja. Und ganz viel Liebe. So. Als letztes, okay, auf das trinken wir. Salut, dinero, amor, so, für euch auch. Das finde ich jawohl. Gut. Ja. Freut mich, gut, sehr gerne. Ist auch fein. Kann man so austrinken. Mhm. So. Top. Super. Salut, dinero, amor. Das kenne ich tatsächlich nicht. Sagt man das nur in Spanien? Ja. Also ja, wo denn sonst in Südamerika, noch? Deswegen, ich habe das noch nie gehört, aber das heißt halt auch nichts. Ich trinke ja sonst auch nie was. Ach so. Ja. Nein, Quatsch. Sehr schön. Ja. So, jetzt warten wir hier noch mal ein bisschen ab und haben ein bisschen Zeit. Es muss noch ein bisschen schmoren, bevor dann die nächsten Zutaten rein. Dann werden dann die Tomaten und die Bohnen, die werden auch gleich vorbereitet. Genau. Und das weiche Gemüse ist klar, sowas wie die Zucchini und den Mangold oder Pak Choi kommt dann ganz genau, am Ende. Der braucht einfach nicht so lange, deswegen ja. Haben wir da jetzt ein bisschen. Da kannst du in der Zwischenzeit ein bisschen erzählen, wie es ja. Dann eigentlich mit dem Tanz wieder angefangen hat, nach deiner Babypause, sage ich jetzt mal. Weil du bist ja dann auch sehr aktiv geworden, auch, auch bei der Förderung von Menschen, die jetzt gar nicht so, sage ich jetzt mal, professionell tanzen auch. Ne? Ja, das ist dann tatsächlich... ist noch ein Ticken später dazu gekommen, dass ich da eine gewisse Leidenschaft entdecke oder das hat mich dann doch gereizt, irgendwie Menschen zum Tanzen zu bringen, was ich vorher nicht gedacht hätte. Also klar, viele Kolleginnen auch von mir, die sagen, oder viele haben genauso diese Vorstellung, wenn man aufhört zu tanzen und so lange Jahre Ballett gemacht hat, dann kann man ja auch Ballettlehrerin werden, ja? Und Ballett unterrichten. Und so fing ich dann auch an tatsächlich, also mein Sohn war dann so circa 2 Jahre alt, dann möchte man das Kind dann doch mal ein bisschen abgeben. Ja, der Kindergarten war tatsächlich noch nicht, ich habe zu der Zeit, Anfang der 2000er Jahre, mein Sohn ist 2001 geboren, und da war das noch nicht so mit Kinderkrippe, geschweige denn einen Platz war zu nicht bekommen. So ein super und so. Das, nee, gar nicht so. Und deswegen habe ich meinen Sohn tatsächlich erst mit 3 Jahren dann in den Kindergarten bringen können. Und diese 3 Jahre... machen sich dann schon lang, wenn man das Kind nicht mal ab und zu abgibt. Meinst du jetzt im Physischen, weil du dann auch nicht so hart trainiert hast? Oder ich habe gar nichts trainiert. Ja, gar nichts, null. Aber das ist schon auch hart, wenn man so Hochleistungssportler ist und dann... Ich habe gar nicht trainiert. Okay. Ich habe 2 Jahre lang nicht trainiert. Ja, wollte ich auch nicht, konnte ich nicht, hatte ich keinen Kopf für. Ja. Aber ich sage ja, nach 2 Jahren habe ich dann irgendwie angefangen zu sagen, naja, ich sollte jetzt nicht nur für meinen Körper was machen, sondern auch für meinen Geist, für mein Wohlbefinden. Ja, und dann fängt man, also ich hatte praktisch 2 Jahre tatsächlich gebraucht, um auch einen ganzen Cut zu machen. Mhm. Also, und auch nochmal neu zu strukturieren, weil wenn ich tatsächlich immer gewohnt war, um 10 Uhr an der Stange zu stehen und meine Demi-Pliés zu machen und das plötzlich nicht mehr hatte, dachte ich, will ich diese Pliés noch machen? Und wenn ja, ist es jetzt dann zu spät oder will ich diese Pliés anders machen? Will ich das, was ich die ganze Zeit gelernt habe und ausgeführt habe, vielleicht auch weitergeben und lehren? Also habe ich angefangen zu unterrichten. Ein bisschen hier, ein bisschen da, so Privatschulen, habe Workshops gegeben. Dadurch habe ich dann wieder angefangen, so für mich zu trainieren natürlich. Nicht jeden Tag, aber so das richtige Maß. Ja, wenn ich keine Lust hatte, dann halt nicht. Und das fand ich dann eine spannende Geschichte in mir. In meinem Denken dachte ich, ach, vorher wurde mir immer gesagt, 10 Uhr Ballett, 11 Uhr das, 12 Uhr das. Der Plan, der Stundenplan wurde mir vorgegeben. Ja, ja. Und als Mutter und Freischaffende, sage ich mal, da konnte ich dann machen, wann ich will, wie viel ich wollte. So. Und das habe ich dann ausprobiert. So lange ausprobiert, wie ich dann aufgebaut habe. Dann habe ich unterrichtet auch so, nicht Laien, aber Musical-Leute zum Beispiel. Also gerade unsere Kollegen hier vom SI-Zentrum. Ja, genau, die teilweise ja Musical-Leute sind, Step-Dance machen, Modern Dance, Flamenco-Tänzer. Ja. All diese ganze frei schaffende Szene, die hier in Stuttgart und Umgebung existierte, die wollten aber einmal in der Woche ein Balletttraining machen. Und das habe ich angefangen und das hat mir großen Spaß gemacht. Mehr als wenn ich jetzt
in eine Ballettschule gegangen wäre, um ganz kleine Kinder zu unterrichten. Dazu hatte ich die Geduld tatsächlich gar nicht. Nein. Oder die Geduld und vor allem auch das Wissen nicht, denn ich respektiere meine Disziplin, also die Ballettdisziplin ist so ein hohes, es ist wie ein Hochleistungssport, ja. Ich, nichts gegen die Standardtänze, die lateinamerikanischen Tänze, das ist unglaublich, aber es ist eine ganz andere Richtung. Und Ballett, diese Eleganz zu kriegen, diesen Spitzentanz und so, das ist schon sehr, für mich so hoch, dass man es gut lehren muss, meiner Meinung nach. Dazu braucht es auch eine Ausbildung. Also ein Ballettlehrer, Ballettlehrerin zu sein, finde ich, das muss man hier in Deutschland nicht vorweisen, muss man ehrlich sagen. Ja, ist es ist so? kein geschützter Beruf. Also Diana, wenn du wolltest und du kannst Ballett, könntest du auch eine Ballettschule aufmachen. Alle, wenn sie möchten. Ja. So. Also das kann ich noch das so. Das kriegst du noch hin. Gut. Und demi-plié. Das ist demi-plié. Das ist schön, dass wir so eine Kamera haben. Wer französisch oben ist, ja genau. Demi-plié heißt, deine Knie sind gebeugt. Ach so. So, demi. Halb. Und jetzt wieder strecken. Sieht lustig aus von hinten, ne? So. Was? Grand Plié. Komm, wir halten uns hier mal fest. Wir gucken in die Kamera. Da, so, da vorne in die Kamera. Jetzt verschwinden wir mal kurz von der Kamera. Grand Plié. Wie gut, dass ich so eine weite Hose heute angezogen habe. So. Ich mache immer alles so nach. Ja? Okay, ja. Aber es ist eigentlich verwunderlich, weil man würde vielleicht denken, dass jemand, der es so professionell gemacht hat, sagt, also mit diesen Laien möchte ich nichts zu tun haben, weil die kriegen ja gar nichts hin und das ist ja viel anstrengender, als wenn man vielleicht den Leuten beibringt, die schon so eine, sag ich mal, ein Basic an eben so Plié, Demi-Plié etc. mitbringen. Ja. War nicht mein Ding. Okay. Ich fand es viel spannender, genau das herauszukitzeln. Das kam, wie gesagt, zuerst habe ich natürlich Ballett unterrichtet und ich hatte eben auch mit nicht immer die Geduld. Ja? Ich wollte dann, so wie ich es gelernt habe, gleich ein Ergebnis haben. Also wenn du einen Demi-Plié hast, du musst den Kopf halten, den Bauch halten, den Arm halten, hier, da, die richtige Rhythmen, die richtige Musikalität und alles. Das ist schon Höchstdisziplin. Nee, kann ich verstehen, ja. Aber ich habe es ausprobiert und ich habe viel unterrichtet. Laien, kleine Kinder, mittlere Kinder, Erwachsene. Dein Sohn wollte aber nicht machen, oder? Nein, der wollte nicht. Ja. Ich habe ihn auch nicht gezwungen. Ja. Ich habe gesagt, wenn es dich interessiert, dann kommst du von alleine. Mhm. Und ja, wenn nicht, dann nicht, genau. Aber ich habe entdeckt, dass jemand, wenn jemand leidenschaftlich gerne tanzt und auch Tanz gerne erlebt, sag ich mal, ja, das kann das Publikum sein. Wenn jemand gerne sagt, ach ja, so ein bisschen Standard kenne ich kann es noch aus der Schule, mein Cha-Cha-Cha, mein Walzer und so weiter. Wenn jemand das von vornherein gerne macht, dann kannst du tanzen. Also ist die Bereitschaft da, also so eine Musikalität. Und dann kann man mit Begeisterung, mit Motivation jemanden sich gut fühlen lassen. Auch wenn derjenige dann im Ballett vielleicht nicht die Figur hat, es noch nie gelernt hat, noch nie hatte, das ist egal. Mich haben dann die strahlenden Gesichter fasziniert, das Lächeln, die Disziplin. Also bei mir musste man schon ordentlich stehen. Ja? Fünfte Position. Sie war in der Küche. Bei den Kursen, da lernt man das auch richtig. Ja, genau. Das Ergebnis hinterher oder das Gefühl, das die Leute dann dabei haben, das ist doch toll. Und zwar mehr. Vor allem, weil sie dann ja auch was mitnehmen, ne? Weil sie dann am Ende auch ein Erfolg sind. Und zwar mehr teilweise als zum Beispiel bei den Profis auch. Ich habe auch bei meinen Kollegen unterrichtet oder in anderen Kompanien, weil ich dachte, gut, als Ballettmeisterin muss man natürlich auch das Training geben. Oh, aber die sind viel strenger mit einem. Ja, irgendwie so, was machst denn du da für eine Übung? Oder, nee, das gefällt mir jetzt nicht, was ich. Ja, eben, weil sie Profis sind. Ja. Und wenn man da nicht das Händchen dafür hat, also mein Respekt gilt auch meinen Kollegen, die bei uns tagtäglich das, Profi, das Training machen für die Kollegen. Du musst immer auf der Hut sein, nein, das kommt später. Du musst immer bereit sein, die Leute zu unterhalten und die Leute herauszufordern und die Leute zu motivieren und zu korrigieren und alles, das nicht zu unterschätzen. Genau. Gehst du aber selber auch mal so, jetzt Stuttgart ist ja eine Ballettstadt, ne? Ja. Gehst du gerne auch selber noch und guckst dir das an oder sagst du? Ja, sehr, ständig.
Ich werde nicht. Hätte es sein können, dass man sagt, oh nee, das war jetzt halt, da habe ich ja gesehen, da tanzt einer aus der Reihe, der es nicht soll. Und sieht man das dann auch? Nein, ich habe auch das gelernt mit dem Cut, den ich, also die Bühne zu verlassen, war sehr, sehr gut, und dann wieder einen neuen Blick auf die Bühne zu bekommen. Mhm. Weil natürlich habe ich am Anfang, habe ich dann auch, der hat die Füße nicht gestreckt, wieso dreht er den Kopf, das ist doch falsch, der zieht die Schulter hoch. Ich fing an zu korrigieren, und das geht gar nicht. Mhm. Also wenn ich Tanz genießen möchte, dann muss ich als Zuschauerin da sitzen. Mhm. Ja? Und ich bin eine leidenschaftliche Zuschauerin. Merkt man das am Beifall dann, oder woran merkt man die Leidenschaft? Aber hallo, ja, natürlich. Am Beifall und auch an der Wertschätzung. Ja, ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, egal ob Ballett oder Modern Tanz oder was auch immer. Ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, wie lange es auch so dauert, etwas zu leisten. Auf die Bühne zu bringen, ja, natürlich. Ne? Weil das denkt man ja immer so, man guckt dazu und das ist schön, und dann, aber was da für eine Mühe dahinter steckt auch, ne? So einen Abend auf die Beine zu stellen, dass alles funktioniert. Richtig. Genau. So, jetzt kommen die wunderschön geschnittenen. Das kommen die Zwiebeln. Und dann mache ich nicht ganz so viele. Das ist ähnlich wie mit Knoblauch. Wir haben doch schon Knoblauch genug. Ja, ja, aber ich weiß. Also das sind ordentliche Portionen hier, Frau Bader. Ich glaube, mach nicht alles rein. So. Das ist okay. Falls Sie noch was möchten, vielleicht aufs Brot oder so. Wir hätten noch ein paar Zwiebeln übrig. Für die Zwischenzeit, aber ich weiß gar nicht. So. Genau, mal rühren, ich mische Diana, ich einfach immer, genau. Es kommt jetzt gleich die Flüssigkeit, die es braucht, damit das Ganze natürlich auch schmort. Und Zucchini, Zwiebeln, jetzt die Tomaten. Genau. So, das ist doch die Hälfte. Ja. Fassen Sie sich ein Herz. There's more to come. Ja. So, da ist noch ein bisschen Saft. Wir brauchen alles. Das muss richtig ein bisschen bedeckt sein. Lasse ich das so? Ja? Mhm. Okay. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt natürlich für das Chili typisch, mal ein bisschen höher stellen, die Kidneybohnen. So. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Wunderbar, es brutzelt. Meine Güte, wer hat mir gesagt, ich hätte auch doch mein Bikini anziehen sollen. Ja, stimmt. Es ist ganz schön warm hier. Genau, wir leisten hier was. Ja, ist natürlich auch, weil es draußen so schön warm ist. Ja. Ohne Fleiß kein Preis. So. Ja, sieht schon sehr gut aus und auch sehr gesund und sehr bunt. Sehr ansprechend. Jetzt die Bohnen. Oder lassen wir das erst noch ein bisschen zuckeln? Das lassen wir noch ein bisschen zuckeln, aber ich muss die schon mal würzen. Mhm. Mit. Jetzt. Kumin, Kreuzkümmel. Ist das eigentlich auch ein Gericht, was du gerne zu Hause machst? Ja, sehr gerne. Ja. Und vor allem, ich mache das auch tatsächlich nicht in so einer Menge, aber sehr große Menge. Mhm. Das kann ich dann einfrieren oder mehrere Tage nutzen. Mhm. So. Immer wieder Salz, weil Tomaten und Kartoffeln brauchen viel Salz. Ich nehme richtig schön, wie es brutzelt. Ja, so. Getrockneten Basilikum. Okay. Auch Paprikapulver. Edelsüß, nicht scharf. Mhm. Die Schärfe kommt dann durch die Chili noch? Oder durch die Chili oder daneben flüssig, Tabasco. Mhm. Aber da kann dann jeder nachwürzen, wie er möchte. Jetzt verdonnere ich dich zum Rühren. Ja, ja, ich muss ja auch was machen hier. Du machst ja schon. Ja. Zack, rein. Da wird alles. Nicht gespart. So. Nein. Genau. Hast du eigentlich zu Hause auch vielleicht so ein Kräutergärtchen oder sowas? Ich weiß gar nicht. Ja, ich habe
Also Gärtchen nicht, wir sind in einem Dachgeschoss und dann habe ich einen Balkon. Und da haben wir tatsächlich, ups, jetzt habe ich was eingeschaltet. Ja, das passiert manchmal, dass man da ausschaltet. Ich habe tatsächlich eine Ecke, ein Kräuterbalkon-Ecke. Mhm. Ich habe irgendwas falsch gemacht, Entschuldigung. Der war auf 1 nur, genau. Der war noch auf 1, jetzt braucht er wieder kurz. Ach, wie schnell das geht, da, dass es plötzlich aufhört. Ja, empfindlich. Ah, ist mit dem Finger hochfahren, ah? Ja, genau. Ich habe so, immer nur so hingedämmt, aber so hochfahren ist auch nicht so. Also jetzt ist auf beide auf 5. Okay, sehr gut. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Ja. Mhm. Also Kräuter eher so auf, ja, doch, auf der Dachterrasse. Auf jeden, ja, ja, auf dem Balkon. Und dann haben wir immer Rosmarin, Thymian, Schnittlauch, Oregano, Basilikum jetzt nicht so, hält sich der geht ich, so, wenn ne? es geht, Koriander, aber das hält bei mir auf dem Balkon das nicht. Das habe ich auch schon probiert, das geht ist nicht. Ja, leider nicht. Dill, wenn es geht, in kleinen Töpfchen auch, Petersilie, ja. Aber die mediterranen Kräuter, ja, das habe ich immer sehr gerne. Gibt es eigentlich so ein Lieblingsgericht, das du hast, so, weil du die ganzen die Gewürze auch ansprichst? Oh Gott, nein. Wie gesagt, das geht über, ich liebe Sushi und ich mache sie auch selber, wenn ich kann, was aber sehr viel Zeit ist, ja. So. Okay. Wir sind im Verzug. Ja, ja, von wegen hier, ja, wir haben Zeit. Ich dachte so, okay, hoffentlich haben wir genug zu tun, aber ich finde es sehr unterhaltsam, deswegen brauchen wir so lange. Das ist okay, wir können jetzt für die Zuschauer auch draußen mal die restlichen Zutaten einfach dran tun, weil das Ganze muss jetzt wirklich ein bisschen schmoren. Sehr gut. Und wir haben ja leider den Stream nicht bis um 8, sondern nur bis um 9:30. Das heißt, im Zweifelsfall werden Sie gar nicht mehr so mitkriegen, wie wir schlemmen. Aber wir machen das jetzt mal fertig. Genau. Jawohl. So, Kidneybohnen. Ist eigentlich, wenn du sagst, spanische Küche auch, gehört das eigentlich noch zu Levante dazu oder ist Levante eigentlich eher so östlicher Mittelmeerraum? Bin ich mir jetzt gerade selber gar nicht so sicher. Weiß auch nicht, okay. Was mal so spanische Küche hat, natürlich eine große Variation, weil Nordspanien, Mittelspanien, Südspanien, Westspanien, also Galizien. Mein Sohn kam jetzt erst vom Auslandssemester aus Galizien zurück und da ist dann Meeresfrüchte hoch angesagt über die Pulpo, ne? Also Oktopus, Tintenfische, ganz viel, also Meeresfrüchte einfach, ja, das ist, was das Meer aber so Madrid hergibt. Eigentlich nicht so, oder? Madrid ist dann eher der Schinken, die da gibt's immer die Cosé, es gibt viele Eintöpfe, ganz unterschiedlich. Ich glaube, das älteste Restaurant der Welt, glaube ich, habe ich mal, ich war mal meinen Bruder besuchen, der da auch im Ausland war, ja, genau. Und da gab's, er hat sich dann immer ernährt von so diesen Schinkenbrötchen, die es da für 1 Euro mit einem Bier gab. Okay. Sehr gesunde Ernährung. Ja, den das so erinnere ich mich. Das kann gut sein. Oder Tortilla natürlich, ne? Das spanische Omelette mit allem Möglichen. Das Original ist Kartoffeln. Und Eier und eben ganz viele Tapas, also das hätte man heute Abend auch machen können, aber das sind so viele Kleinigkeiten, sehr aufwendig. Das denkt man immer so nicht, ne? Wenn man so irgendwo zum Snacken geht, aber dieses ganze Kleinschnippeln zubereiten, alles hat ein bisschen anderen Geschmack, ist schon sehr aufwendig. Okay. So. Okay. Ich muss tatsächlich ein bisschen Wasser reintun noch, weil die Kidney, ich schütt mal einfach nicht den Wein. So, nee, den Wein, der Wein jetzt nicht, nee. Moment, ein Gläschen hier. Jo. Und ein bisschen. Also wie gesagt, wenn man die Dosen öffnet, dann wirklich mit der Dosen, mit der Flüssigkeit. Ja, die schwäbische Hausfrau spült ja die Dosen mit dem Wasser aus und dann kommt es da nochmal rein. Ich glaube, ja, das, gelernt. Das ist richtig. Genau. Da wurde gespart, nichts verkommt. So. Ja, sind nur noch ein paar Minütchen. Genau. Aber wir lassen das hier noch mal schmoren. Wie gut, dass wir unser Publikum schon mit Fladenbrot beglückt haben. Ja, genau. Mit dem leckeren Dip. Genau. So.
Gibt es in nächster Zeit Events, die du mit organisierst? Mit den Hanke Brothers bist du gerade zugange. Wann kann man sich das vielleicht auch anschauen? Oder ist es eigentlich verleihen? Mit den Hanke Brothers. Jetzt ist laut, Schwind. Liegt aber in dem Fall nicht an uns. Stadtmitte. Mit den Hanke Brothers habe ich ein sehr schönes Projekt gemacht. Natürlich auch für Jugendliche, also auch wieder mit Laien, mit Tanzbegeisterten. Indem wir einen sogenannten Tanzworkshop, es war mal wieder Corona-bedingt, konnten wir nicht ganz so intensiv miteinander arbeiten, wie wir das gewollt hätten. Normalerweise wäre das in einem Zeitraum von 3 bis 5 Monaten gewesen, in dem man mit Jugendlichen einmal in der Woche etwas erarbeitet, etwas ganz Persönliches. Ist das dann auch klassische Musik auch? Oder also, naja, die Hanke Brothers, wer sie kennt, die benutzen die klassischen Instrumente und machen dann natürlich alles Mögliche damit. Also es ist kein Mozart oder Beethoven, sondern ja auch ihre eigene Kompositionen. Ja. Das ist ja das Tolle an denen. Und auch sehr viel improvisiert. Also das hatten wir im letzten Herbst, haben wir da ein Projekt gemacht, eine Woche lang gemeinsam getanzt, musiziert, einen kleinen Film dazu gemacht, so dass das muss noch entstehen und fertig gemacht werden. Und ja, das sind solche Projekte, wo diese Kooperation, die mich besonders interessiert. Musik, Tanz, Schauspiel, bisschen Film oder so, dass man das einfach gemeinsam mischt. Und gerade für junge Leute eben auch wichtig ist, wir haben das Ganze dann auch Express Yourself genannt, das war dann so ein kleiner Trailer, da haben wir alle aufgefordert, dass sie ihre eigenen kleinen Videoclips einschicken und so, und da hat man gesehen, welche große Lust sie haben, gerade jetzt in den Corona-Zeit, sich auszudrücken, sich zu bewegen, sich darzustellen, also es konnte ja alles Mögliche sein. Das stimmt, das war auch für Jugendliche eine harte Zeit, auch einfach, weil man viel irgendwie drin bleiben musste, ne? Und das ist ja schon irgendwie auch für Studenten alles Mögliche, denke ich mir auch immer, das ist für die, wo man sich so austoben will und die Hippie-Partys eigentlich haben möchte. Ja, ist schwierig mit Corona, genau, ja. Das ist richtig. Hast du aber selber mal so Hip-Hop-Tanz auch gemacht? Oder ist das so eine Musikart, wo du sagst, da zuckt bei mir nichts? Doch, da zuckt einiges. aber auch das ist jetzt eine Tanzrichtung, die ich so gar nicht kann und ich das höchst bewundere, die das können. Also von der Musik her würde ich sofort zucken, aber von den Bewegungen, von den Grooves bin ich tatsächlich, da kommt mir das Spanische dann ein bisschen mehr entgegen, aber ich hatte auch einen Spanischlehrer. Also das heißt nicht unbedingt nur, wenn man Spanier ist, dass ich gleich deswegen Flamenco tanzen kann, gar nicht. Ich kann es nicht, nein, ich habe ein bisschen was gelernt, ich habe so die Grundbasis an gewissen Dingen und es liegt mir in der Natur. Und nochmal, ich begeistere mich für den Flamenco-Tanz, begeistere mich für viele folkloristische Tänze, Folklore-Tänze und würde es, sag ich mal, kopieren, nachmachen, aber können ja, das nicht. Ich würde es mal behaupten, dass du wahrscheinlich einen sehr hohen Anspruch an dich hast, weil du das mit dem Ballett vergleichst, was du natürlich perfektioniert hast. Das ja, wahrscheinlich. Ne? Weil anderen würden sagen, so. Ich kann das jetzt, ich habe 2 Kurse gemacht, an der Volkshochschule, ich kann es so. Aber eine Volkshochschule kann man trotzdem besuchen. Auf jeden Fall. Und viele Kurse machen und irgendwann mal, ich denke, können ist etwas, wenn du etwas wirklich regelmäßig machst und regelmäßig trainierst. Dann wir auf jeden Fall können, ist gleich essen. In dem Zusammenhang müssen wir, glaube ich, dann mal zum Ende kommen, oder? Dürfen wir noch ein bisschen, weiter quatschen? Ja. Ich weiß gar nicht, ja gut. Okay, wir haben keinen Stress, also dann genau. Dann können wir auch noch ein bisschen unserer Chili-Sinn-Karne beim... Das muss jetzt auch noch uns ist wirklich warm, also wir müssen jetzt mal noch einen Schluck trinken. So. Und dann kommt das gleich noch der Mangold noch mit rein, genau. Der kommt in den letzten 5 Minuten, also ich würde das Ganze jetzt tatsächlich 5 bis 10 Minuten schmoren lassen. Das können wir ja machen. Ja? Ist ja gar kein Problem. Ja, also gut. Das ist das Schöne an den neuen Medien, das ist ja nicht wie beim linearen Fernsehen, wo man dann aufhören muss, weil die Sendezeit ist rum. Wobei Thomas Gottschalk, wir erinnern uns alle, hat das ja auch immer sehr gut ausgedehnt. Und komischerweise hat dann alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich auf unbestimmte Zeit. Ja, das ist richtig, Das müssen wir heute zum Glück nicht beachten. Das muss noch schmoren, Frau Bader? Nee, muss... Probieren Sie es? Ja, ich probiere es. Ich glaube, erstens fehlt noch das hier, aber man hat mir ja gesagt, also ich werde jetzt das reinschütten, Ziehen Sie sich warm an? Nein, das wird nicht arg scharf.
Okay. Wir schwitzen schon, dann schwitzen wir noch mehr. Ist egal. Das ist ja auch, glaube ich, gut für den Kreislauf. So. Nein, ich mache einen Topf ein bisschen mit mehr und den anderen so gut wie gar nicht. Ja? Ah ja, okay. Müssen wir uns dann merken, welcher der scharfe Topf ist. So, der Topf ist nämlich groß. Groß. Sehr gut. Sehr gut. Ja, also es hätten auch mehr Kidneybohnen sein können, Kidneybohnen, wenn man gewollt hätte, aber wir haben noch Mais, auch das ist typisch für... Der ist ja auch noch da, glaube ich. Der ist ja noch da, genau, dann kippt man den nachher auch noch rein, zusammen mit dem Mangold ist der als hier? Allerletztes. Ah ja, genau, hier bitteschön. Ja. Genau. Lies mal kurz. Genau, der Löffel ist schon da, gucken wir mal, wie durch das Gemüse ist. Ja, das Gemüse wird schon durch sein. Es geht jetzt eher um die Schärfe. Jetzt wird es spannend. darf noch. Ich sehe schon. Ihr guckt jetzt alle einfach mal ein bisschen weg. Genau, ist okay. Ich sehe schon, es gibt die Gruppe Schaf. Die Delegation, die schon große Augen macht. Ja. Ja. Also ich bin da auch dabei. Also bei mir darfst du ruhig auch. Ja, das ist ein großer Topf. Das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ja. Und das muss ja noch ein bisschen reinkochen. Und die Gäste sind mittlerweile so abgelenkt, die kriegen gar nicht mehr mit, was wir reinmachen. Wir könnten auch noch Rosinen reinmachen oder so. Mal gucken, ob sie dann irgendjemand findet. Aber es riecht schon. Das gibt es ja auch. Es riecht dann schon, wenn der Tabasco so richtig sich durch erhitzt. Ah, herrlich. Ja, vor allem, wenn es zu scharf wird, dann natürlich... Die Inder nehmen den Joghurt, den Mangolassi und so weiter. Wir müssen die saure Sahne dann oben nachher drauf. Das gibt dann diese Frische. Dann genau, stimmt. Ein bisschen ab. Das haben wir gesagt, der Klacks am Ende. Genau, ich muss nur hier wieder sauber machen. Sonst haben wir neuen Löffel. Wir müssen doch nicht spülen. Das wird erst gemacht, wenn die Kamera aus. Stimmt. Die Küche ist immer sauber. Komischerweise, wenn ich komme, ist sie wieder sauber. So. Immer. Gell, das ist einfach so, das ist so eine Küche. Die VHS-Küche, da macht man einmal so. Es ist immer wieder perfekt, sogar in der Nacht. Ja. Jawohl. Jawohl. Ja. Noch ein bisschen durchkochen und dann... Okay, und den anderen lassen wir komplett ohne Tabasco oder kommt da jetzt auch noch ein Schuckerl da rein? Ich würde drei Spritzer rein oder so. Der erste Spritzer, wo ich noch nichts gefühlt habe. Und dann kann jeder nachwürzen, wie er möchte. Nur so ein bisschen. Das köchelt jetzt richtig schön. Mhm. Jawohl, die Kamera hat es drauf. So, das ist moderat. Das ist okay, oder? Beschweren. Für so einen großen Topf. Wird keiner merken. So, wir können das ja auch schon mal auf den Tisch stellen, für alle, die dann nachher nachwürzen wollen. So, die Vorhut. So. Aber wir lassen das natürlich noch ein bisschen kochen, noch mindestens 5 Minuten wahrscheinlich. Ja. Wie ist es mit dem Spülen? Wenn der eine kocht, spült der andere oder ist das alles... Wir teilen uns das, aber eigentlich ist derjenige, der es schmutzig gemacht hat, muss auch wieder sauber machen. Aber nein, wir sind ja nur ein Dreierhaushalt und da versuchen wir... Und wenn der Sohn jetzt im Ausland war, dann wart ihr nur zu zweit? Dann waren wir nur zu zweit. Das heißt, wenn der eine gekocht hat, sich die Mühe gemacht hat, dann hat der andere tatsächlich abgespült. Hast du auch mal so eine WG-Erfahrung gemacht? Weil das ist ja immer so das, wo man echt immer lernt, wie schlimm die Küche aussehen kann auch. Also die Küchenpartys sind natürlich die besten. Das ist richtig, ja. Aber putzen muss ja auch jemand. Nein, eine WG, ich hatte tatsächlich schon immer... Eine eigene Wohnung, das war ganz toll. Schon mit 18 hatte ich mein erstes Engagement in Saarbrücken und habe eine 1,5-Zimmer-Wohnung gehabt. Ich habe das geliebt und natürlich hatte ich immer Freunde da oder so. Ja, klar, aber man hat seinen Reich. Ich hatte immer eine eigene Wohnung. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es auch schwierig ist, ne? Wenn man so, man muss sich ja schon irgendwie einen Plan halten. Wenn man da jetzt morgens über Schnapsleichen drüber läuft, ist es halt nicht so super. Und wenn man sich streiten muss, Die Küche ist schon wieder ohne das Bad. Also wir haben natürlich bei uns in der Company sehr viele, die in der WG sind, einfach weil die Wohnungen zu teuer sind. Ja, hier ist schon Und wenn man aber zu mehreren vom Gleichgesinnten, also mehrere Tänzer zusammen, dann weiß man dann geht man zusammen ins Training. Also man arbeitet und wohnt gemeinsam. Ja, ja. Also diese Gemeinschaft ist schon sehr stark, gerade bei den jungen Leuten. Man ist ein junger Arbeitskollegium, sag ich mal. Okay. Den Eintimer anrichten.
Ja, damit man es dann sieht. Richten wir einen Teller an, genau. Genau. Und würdest du sagen, dass die jungen Kollegen kommen ja aus allen Herren Ländern, sage ich mal. Also das ist ja das Schöne auch, oder? An der Kultur, dass so viel, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass es so bunt gemischt ist auch, ne? Weil es gibt ja wenig Berufe, wo die Leute so aus unterschiedlichen Teilen der Welt kommen und das Gleiche machen. Wir sind derzeit beim Stuttgarter Ballett, sind es 14 oder 15 verschiedene Nationalitäten, sogar 70 Tänzer, also... Ja, da wird alles gesprochen. So, das ist jetzt ein wunderschöner Teller vorbereitet, ein Klacks mit einer schönen Blüte. Ah, du hast schon. Sehr gut. Ein Klacks, ich nehme mal von dem etwas schärferen Chili. So, ja, sehr schön. Dann machen wir jetzt einen Teller. Ja. Sieht sehr gut aus. So. Und die Frau Bader hat das Pfeilchen aus dem eigenen Garten wieder. Jawohl. Jawohl. Dann brauche ich einen Klacks Creme, saure Sahne. Soll ich die mal? Die steht da. Okay. Ja, jawohl. Ah, ja. Dann ist hier ein sauberes Löffelchen. Moment, ich kann das hier vielleicht, damit die Kamera das einmal sieht. Das ist so ein Löffel. Das Mais kommt noch dazu. Ja, einen. Ist das jetzt das Scharfe? Das ist das Scharfe. Okay. Und dann mache ich gleich ein nicht scharfes, wobei noch nicht alle Zutaten dabei sind. Was fehlt hier? Ah ja, stimmt. Das ist Koriander. Auch das gibt eine gewisse. So, und wer möchte, kann dann Taco-Chips dazu oder eben weiter das Fladenbrot, wie auch immer. Einmal scharf. Vorsicht. Ich weiß schon, wer sich hier vorne anbietet. Scharf. Ja, genau. Dankeschön. Also dann würde ich an der Stelle sagen, bevor wir jetzt anrichten gehen, dann verabschieden wir uns schon mal von unserem Publikum. Gut. Wenn wir jetzt hier gerade dann austeilen und gleich sowieso alle noch essen. Ja. Dann haben wir den Mund voll. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und danke fürs Mitsprechen Vielen und fürs Dank, Kochen natürlich. Vielen Dank, ja. Es war sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Hat mich sehr so gefreut und ich glaube, es wird auch gleich nochmal lecker. Wir halten gleich nochmal einen Teller unter die Kamera. Okay. Für die Leute zu Hause nochmal. Das ist jetzt nicht ganz so scharfe. Ja. Ah ja, stimmt. Wir haben ja einmal so, einmal so. Ein bisschen, was haben wir gesagt? Wo ist der Koriander? Sahne hier, hab's schon. Ah ja, da vorne, genau. Genau. Wie gesagt, in dem Fall alles vegan. So. Hervorragend, genau. Wir halten mal hier unten mal genau an die Deckenkamera. Da sieht man das ganz schön. Vielen Dank. Also tschüss Dankeschön. Alle zu Hause. Ich weiß gar nicht, welche Kamera jetzt gerade. Da drüben. Die da. Genau. Wir machen jetzt ein Plié und verabschieden uns dann. Ach so, ein Wenn Grand wir Plié? Weg sind, dann machen wir. Sollen wir ein Grand Plié machen? Sieht ja in den Beinen niemand, was ich mache. Also tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Grand Plié. Tschüss.